Hallo, guten Abend. So, also wir wollen heute uns mit dem Thema Fahren nach, Gehen zu und so weiter, Fliegen in und so weiter und so fort beschäftigen. So, das ist jetzt mal unser Thema heute. Und dazu habe ich euch jetzt erstmal einen Link. Auf dem Link findet ihr dann Übungen zu dem Thema. Ja, also und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Hallo Songül, guten Abend. Hallo, du bist die Nummer eins, Number One heute Abend. Prost und einen großen Kaffee auf dich. Grüße von der roten Tasse. Dann Aram, Magojata, hallo, Jasmin, hallo Jana, hallo, hallo Issa, hallo, wie geht's? So, also, hallo Fuani, hallo und Magojata 2 ist auch da. Agnes, hallo, guten Abend. Jordanos, guten Tag. Und Zeynep, hallo, guten Tag, guten Abend. Mohammed ist da, hallo, Servus. Dann Wada, Erissa, hallo, guten Abend, hallo, HÖ, genau, HÖ. Also das ist wahrscheinlich ein großes Hallo. Dann Feis, hallo, Botokan, hallo, guten Tag. Ja, kein Problem, passt schon. Dann Kascha, hallo, Servus, guten Abend. Erissa, hallo, genau richtig. Dann Joanna, hallo, guten Tag. Virginia, hallo, hallo. Dann, ich habe endlich geschafft, es kommt als Erste zu kommen. Ja, genau, sieht so aus. Dann, Loreb, guten Tag. Und Leila, Faiz, hallo. Helen, guten Tag. Hallo, Ira. So, jetzt sind wir schon ganz viele, jetzt sind wir schon 50 Leute, jetzt können wir eigentlich schon fast anfangen. Mal gucken, wann die anderen noch kommen. Ich hoffe, ihr habt alle dieses Mal eine Benachrichtigung gekriegt, weil manchmal scheinen die Benachrichtigungen in letzter Zeit zu spät zu kommen. Hat mir heute Morgen jemand gesagt, hallo, On. Und Sarifa ist auch da. Hallo, hallo. Morgojata ist super sonst. Ja, genau. So sehe ich das auch. Dann Prashant, hallo, guten Tag. Und Dalal, hallo, hallo. So, also unser Thema ist heute Fahren nach, Gehen zu, Fliegen in und so weiter und so weiter. Nur 9 Like und 59 Leute. Bitte Leute, macht mal ein Like. Das ist wichtig, sonst finden uns danach die anderen Leute nicht. Also das System mit den Likes ist folgendes. Und zwar, wir müssen viele Likes haben, sodass uns später andere Leute auch noch finden können. Sonst ist dieser Chat irgendwie ein bisschen verloren und wir haben die ganze Arbeit umsonst gemacht und niemand kann eure coolen Fragen lesen. Dann, Agnes, geht weiter. Welche Benachrichtigung? Also normalerweise auf meinem Handy, ich kriege immer so ein Ding und da steht dann, ja, bla bla ist jetzt online. Okay, also so etwas kriege ich normalerweise immer. Aha. Dann Tatjana, hallo, Servus. Und hier, was ist denn das da? Erisa, hallo, hallo. Margojata, ja, endlich, genau. Dann Mariam, hallo, hallo. Dann, Sie sind der beste Deutschlehrer der Welt, Jala. Dankeschön, Jala, Dankeschön. Und Clara, hallo, Servus, guten Tag. Viele Grüße nach Brasilien. Mein Gott, dein Name, der klingt so deutsch. Clara Ehling, das ist so deutsch, unglaublich. Dann geht's weiter. Mohammed, hallo, hallo, hallo. Dann Helen und Ismail ist auch da. Erissa, genau, super. Also, was bedeutet es erscheint? Also, zum Beispiel, der Mond scheint, das ist das Licht vom Mond. Oder du kannst auch sagen, es scheint, it seems to be. Also, es sieht so aus wie. Kennst du das, Erissa? Es sieht so aus wie. Hallo, Pablo. Dann viele Grüße aus Bolivien. Oh mein Gott, wir sind total international. Ist ja halb Südamerika jetzt da. Das ist ja richtig cool. Super. Dann, Herr Lehrer, Sie sehen wieder schick aus. Dankeschön. Dann kommt der nächste hier. Was ist das da? Und Stefan aus Ungarn. Ja, das ist ja cool. Hallo, Istvan oder Stefan. Dann geht's weiter. Hallo, schönen Abend. Hallo, Miran. Nee, ich habe es nicht verstanden. Ah, sieht so aus wie. Also zum Beispiel, du kannst sagen, die Lampe oder der Mond scheint. Also du siehst schon hier, meine Hand ist ein bisschen weiß. Also es scheint. Und du kannst aber auch sagen, es scheint gut zu sein oder es scheint toll zu sein. Dann geht's weiter. Deutsch ist schwer. Aha. Dann, was ist denn jetzt hier los? Scheint ein Fehler zu sein. Mohammed, ich sehe deine vielen Herzen, aber irgendwie hat YouTube das blockiert. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber das scheint ein Problem heute zu sein. Heute spinnt YouTube ein bisschen. Achtung, wahrscheinlich das langsame Internet. Dann, diese Nachricht wird zum Überprüfen zurückgehalten. Ja, aber diese Nachricht ist okay. So, dann geht's weiter. Das nächste, alles gut. Dann, Amin, hallo, Servus. Dann geht's weiter. Das waren vielleicht zu viele Herzen. Dann kommt der nächste. Jetzt muss man das mal hier, da vielleicht muss man das ein bisschen anders einstellen. Ich weiß auch nicht genau.
Nein, nein. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay. Ach, irgendwas spinnt heute Abend. Also, irgendwie das Internet reagiert ein bisschen langsam. Dann Songül aus Bonn. Ja, genau. Super international. Jetzt, Nadja. Hallo, guten Abend. Dann Helen. Ich habe morgen einen Freund eingeladen. Ich habe für morgen einen Freund eingeladen. Hallo, Wakil. Guten Abend. Dann es scheint, dass endlich der Mond scheint. Ja, genau, Morgenschatten. Das ist ein super Beispiel. Also zum Beispiel, es scheint richtig zu sein. Es scheint okay zu sein. Hast du das verstanden, Erisa? Es scheint wirklich toll zu sein. Es sieht so aus. Dann es scheint, die deutsche Sprache scheint nicht einfach zu sein, Sarifa. Aha. Die deutsche Sprache scheint nicht einfach zu sein. Genau, die Sonne scheint. Ja, genau richtig. Die Sonne scheint, der Mond scheint. Aha. Genau, perfekt. Perfekt, Erisa. Es gibt verschiedene scheint auf Deutsch. Es scheint, also eines ist dieses seem to be und das andere ist die Sonne scheint. Aha. Dann Bukan schreibt hier, aha. Geht es um das Thema. Also das Thema ist heute, ich fahre nach. Ich gehe zu. Ha? Dann, wohin willst du gehen? Wohin willst du gehen? Also wo, wohin, woher? Okay, das ist unser Thema heute. Dann Senat schreibt hier, aha, wohin willst du gehen? Genau, willst du gehen? Das haben wir vor ein paar Tagen schon mal gemacht, aber da waren viele Leute nicht da, deswegen machen wir es jetzt nochmal. Dann erscheint eine gute Person zu sein. Er scheint eine gute Person zu sein, Ismail. Ha? Dann Marife schreibt hier. Aha. Du schreibst hier, hallo, einen schönen guten Abend. Hallo, hallo. Dann kommt der nächste. Sie sind sehr elegant. Dankeschön, Virginia. Danke sehr. Und ist er auch. Dann geht's weiter. So, also falls das Internet irgendwie abreißt, wir machen einfach einen zweiten Chat. Okay? Dann Kalett, hallo, Servus und weiter. Ich fuhr gestern nach München. Damals ging ich sowohl zum Arzt als auch zu meiner Mutter. Zu meiner Mutter. Ha? Nicht damals. Da ging ich. Ohne damals. Einfach nur da. Weil damals ist vor langer, langer Zeit. Dann die Sonne scheint nicht mehr, aha, weil wir Winter haben. Genau richtig. Aha. Dann ich möchte Talk B1 Test bitte. Okay? Du könntest ja mal bitteschön hier gucken und wir machen morgen früh um 11 sowieso ein bisschen Vorbereitung für Talk B1. Also wenn du Interesse hast, du kannst mal hier gucken. Da gibt es viele Beispiele dazu. Also vor allem im unteren Bereich. Und dann machen wir morgen eh eine Vorbereitung dazu. Dann, ich werde morgen nach Berlin fahren. Super. Dann Umila schreibt hier, hallo, guten Abend, Servus. Dann kommt der nächste. Das ist Tatjana. Ich gehe morgen zu meiner Freundin zum Silvester feiern. Aha, Dann Leila, es freut mich, dich kennengelernt zu haben. Super, dann Vesna. Ich fahre nach Istrien. Aha, genau. Dann hallo, Grüße. Servus, hallo, IT-Informatiker, wie geht's? Dann ich fliege sehr gern einmal nach Griechenland. Aha. Oder ich würde sie gerne mal nach Griechenland fliegen. Vesna, ich hoffe, bei dir ist nichts kaputt gegangen im Erdbeben. Dann ich gehe, um die Baustelle zu kontrollieren. Ne, weil ich gehe, um die Baustelle zu kontrollieren. Aha. Oder ich gehe los, um die Baustelle zu kontrollieren. Dann kommt das nächste hier. Ich fahre nach Deutschland im Januar. Ich fahre im Januar nach Deutschland. Aha. Dann kommt Hani. Hallo, guten Abend, viele Grüße nach Wien. Und dann, ich werde morgen Abend nach Leverkusen fahren. Dann Jinan, hallo, Servus. Und Ira schreibt hier, ich habe im letzten Monat die B2-Prüfung gemacht, aber ich habe nicht bestanden. Oh Gott. Also wir machen morgen früh eine kleine Vorbereitung für B2 und für B1. Da könnt ihr dann, wenn ihr Lust habt, einfach mal zugucken. Also, das heißt B2-Test CH und hier gibt es auch noch ein paar Informationen dazu. Aha, dann kommt der nächste hier, Mariam. Ich bin gestern für meine Eltern zum Einkaufen gegangen. Zum Einkaufen, zum Einkaufen. Einkaufen, großes E. Habibi, hallo. Ich werde morgen meine Kollegin besuchen. Aha, dann LD. Ich nehme an, Komma, dass ich keine Chance habe, nach Deutschland zu fliegen. Oh doch, LD, irgendwann kannst du bestimmt mal kommen. Dann willkommen in München.
Dann Kekel. Iyak Shamlar, hallo, mein Lehrer, guten Abend. Ha, ich hab's verstanden. Öret Menim heißt mein Lehrer, oder? Dann das nächste. Hier. Dann, was ist das da? Ich gehe zu ihr. Ha? Ich gehe zu ihr. Hallo Lynn, gute Nacht oder guten Abend. Dann, ja, genau, richtig. Ja? Ja, ich lerne. Dann das nächste. Hanni schreibt hier: Januar versus Jänner. Ja, Jänner Österreich, Januar Deutschland. Ganz einfach. Dann Loreb. Ich werde morgen früh nach Berlin fliegen. Fliegen. Ja? Ich werde morgen früh nach Berlin fliegen. Bei Jan schreibt hier, ich wollte gerne morgen ins Schwimmbad gehen. Bei minus 5 Grad geht nicht, glaube ich. Dann hallo, guten Morgen oder guten Abend. Hallo, Urmila. Dann geht's weiter. Hier, Sie sind der beste Lehrer, der die deutsche Sprache erklärt. Oh, das finde ich ja super cool. Dankeschön. Dann geht's weiter. Juma Khan schreibt hier, ich fliege morgen nach Afghanistan. Aha. Dann Neval schreibt hier, genau, Kekel. Ja. Dann, was ist der Unterschied zwischen zu verschenken und zum Verschenken? Ach so, zu verschenken ist ein bisschen korrekter. Und zum Verschenken, das ist die nominalisierte Form. Das ist wie, also normalerweise zum klingt so wie für. Und zu ist einfach der normale Infinitiv. Das ist zu verschenken. Das ist zum Verschenken. Zu verschenken klingt schöner, Neval. Aber das ist ein bisschen blöd zu erklären. Das kommt immer aufs Beispiel drauf an. Manchmal ist beides okay, manchmal nicht. Du sagst zum Beispiel zum Einkaufen gehen und nicht zu. Es gibt nichts zu kaufen. Zum Kaufen klingt nicht so toll. Das ist ein bisschen so Sprachgefühl. Aha. Dann Barbaros, hallo. Aha. Bitte Like drücken. Ja, genau. Danke. Dann Sadat schreibt hier, ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wünsche ich dir auch, Sadat. Dann kommt der nächste. Mohammed, ich habe gestern einen Film gesehen. Einen Film gesehen. Einen. Dann Güler, guten Abend. Hallo. Und Bukan, was kostet Longer? Ich denke, dass ich das eine gute Idee finde. Nichts. Du kannst Mitglied werden. Das kostet 5 Euro. Aber eigentlich kostet das fast nichts. Dann Tatjana schreibt hier. Oh, das ist super von mir, aber du kannst mir auch gerne Geld schenken, wenn du willst. Unten gibt es ein Dollarzeichen, aber muss auch nicht sein. Das ist egal, einfach wie du Lust hast. Ja? Dann Ismail, kann man sagen, ich bekomme viel Geld, aber ich verdiene nicht viel Geld. Ich verdiene viel Geld oder ich bekomme viel Geld, Ismail. Beides, aber ich verdiene es besser. Das klingt nach Arbeit. Aha. Ich bekomme, das klingt so ein bisschen wie nach ein Geschenk oder so. Dann morgen bleibe ich zu Hause. Dann, mein Lehrer, du bist sehr beliebt oder lieb mir dann. Aha. Dann das nächste. Ich fahre morgen nach Berlin. Aha. Dann, ich war beim Arzt. Ich war beim Arzt. Dalal, beim Arzt, weil der Arzt und dann beim Arzt. Aha. Ich bin beim Arzt gewesen. Genau, richtig, besser. Dann Hanan, hallo, Servus. Geht's weiter, Bukan? Okay, verstanden. Dann Masume schreibt hier, die Stadt. Aha. Dann Nadja, ich würde gerne ans Meer gehen. Ja, genau. Oh ja, ich auch. Ich würde gerne ans Meer fahren. Wenn ich Meer höre, dann muss ich weinen. Dann Botukan schreibt hier, wenn kein Coronavirus gäbe, wäre ich jeden Tag in die Disco gegangen. Ja, dann wäre ich jetzt, glaube ich, nicht in Deutschland. Dann würde ich jetzt Urlaub machen gerade. Dann das nächste, Mohammed schreibt hier. Ich habe nicht viel Geld, ich kann keine Weltreise machen. Aha. Dann Lia, hallo, guten Abend. Dann mein guter Lehrer, Lia. Dann ich habe seit 5 Jahren in Deutschland, ich bin seit 5 Jahren in Deutschland, aber ich habe Akkusativ und Dativ noch nicht verstanden. Oh, dann musst du mal hier bitteschön das da ein bisschen lesen. Warte mal, ich gebe dir mal einen Link. Lern doch mal hier, das ist sehr wichtig. Also Akkusativ und Dativ ist super wichtig. Das muss man unbedingt gelernt haben. Org und dann Dativ. PHP. Also du musst unbedingt diesen Link mal durchlesen und die Vokabeln da lernen. Habibi, ich gehe zu ihm. Dann ich gehe zum Theater. Theater, ER. Dann Dalal, ich bin zu meiner Oma gegangen. Zu meiner Oma gegangen. Zu meiner Oma gegangen. Dann ich gehe zur Arbeit, großes A Bayern, großes A, dann Escaber, hallo, ich lerne die deutsche Sprache
um mich verbessern zu können. Ah, oder ich lerne Deutsch, um besser zu werden. Hallo, Richard, dann Jumakan. Danke für die Hilfe. Aha, dann das nächste. Alles gut. Dann kommt hier Ira. Ich würde jetzt gerne ins Bett gehen. Aha, ich würde jetzt ins Bett gehen. Oder ich würde jetzt gerne ins Bett gehen. Dann Nadja. Ich werde morgen in die Stadt fahren. Morgen schreibst du klein. Morgen klein. Tomorrow. Morgen. Aha, Nadja. Dann das nächste. Wessner schreibt hier, ich fahre in die Schweiz, ich fahre in die Türkei, ich fahre in die USA, ich fahre in die Schule oder zur Schule, ich fahre in den Irak. Super, total perfekt, Wessner. Aha. Dann, ich bin zur Tankstelle gegangen. Cool, Habibi, sehr gut. Aha. Dann das nächste, Sayar schreibt hier, am Dienstag zum Wirbelten gehe ich. Was ist das, Wirbelten? Das verstehe ich nicht. Das habe ich nicht verstanden. Dann das nächste. Ich wohne im Dorf. Ich wohne im Dorf. Oder du kannst sagen, ich wohne in einem Dorf. Dann Hanan. Ich esse zum Frühstück Brot. Mhm. Dann kommt Mohammed. Ich fahre gar nicht. Ich fahre gar nicht weg. Ich bleibe da. Dann kommt das nächste. IT-Informatiker. Ich gehe zum Hotel oder ins Hotel. Super. Mhm. Beide gut. Dann ich lerne Deutsch, die deutsche Sprache, ich lerne, um die deutsche Sprache besser zu sprechen oder um besser Deutsch zu können. Aha. Dann kommt als nächstes Mohammed. Sie sollten lieber noch eine Jacke anziehen. Aha, genau. Dann, ich bin zur Bank gegangen. Perfekt, perfekt, super, wow, alles gut. Dann kommt das nächste. Wenn ich Sie höre, erinnere ich mich an einen langen Urlaub oder an Ihren langen Urlaub. Aha. Erinnert Sie sich an Ihren langen Urlaub? Ja, ich schicke euch jetzt dann bald mal ein Video von meinem vorletzten großen Urlaub. Also nicht vom letzten, aber vom vorletzten. Dann, mein Lehrer, ich bin sehr, was? Ich bin zu lieb. Mhm. Genau, was ist das? Merit en français, meritarsi italiano. Und auf Deutsch, verdienen. Tu mérites quelque chose, du verdienst. Tu gagnes quelque chose, du verdienst. Das ist dasselbe, Ismail. Auf Deutsch dasselbe. Das ist dasselbe. Und wenn du sagen willst, honoré, das ist Ehren. Ehren, das kannst du auch sagen. Aha. Ismail, ich habe schon mal irgendwann deine Frage gesehen. Dann geht weiter, Mohammed. Ich würde gerne größer sein. Oh, cool. Dann ich gehe zur Schule und ins Café. Oh, hallo, Jorge, wie geht's? Hallo, hallo. Dann also zu verschenken in Bittigheim, Bissigheim, kaufen, verschenken, to give away. Aha. Genau, verschenken, genau, richtig. Aha. To give away. Aha. Also rausgeben, zu verschenken, genau so etwas. Super, aha. Sehr schön. Dann das nächste. Ich gehe schlafen. Ich wünsche Ihnen oder ich wünsche dir eine gute Nacht. Tschüss. Tschüss, Jumakan. Dann das nächste. LD. Ich fahre oder ich fliege jetzt nicht in ein Land. Wir müssen zu Hause bleiben und hoffen, dass wir bald normal reisen können. Genau, LD. Aha. Ja, das glaube ich auch. Dann kommt als nächstes Mesut. Hallo, servus. Dann kommt der nächste. Bukan schreibt hier. Ich gehe zum Sport, zum Sport, zum Sport, aha, zum Sport. Dann Hanan, ich esse dreimal am Tag, ich auch. Dann ich fahre an den See, genau, ich fahre an die See, genau, ich fahre ans Meer, Wessner, ans Meer, da fehlt ein S, und ich fahre an die Küste. Aha. Dann Miran schreibt hier, ich gehe jetzt in die Disco und spazieren. Aha. Dann, hallo Flora, hier, ich habe alles verstanden, aber ich kann nicht lesen und ich kann nicht schreiben. Ich habe alles verstanden. Dann Agnes, wo warst du? Ich meine im Urlaub. Genau, wo warst du im Urlaub? Dann geht's weiter. Bayan schreibt hier, ich habe eine Party im Garten gefeiert. Dann ich fahre an den See, ich fahre bla bla bla. Ich fahre ans Meer, Wessner, ans Meer. Dann Ahmad schreibt hier, guten Abend, hallo und Songül, ich würde gerne in die Berge gehen. Genau, richtig. Dann kommt als nächstes IT-Informatiker. Ich bin am Meer. Ich fahre ans Meer. Perfekt. Dann Nadja, ich komme aus der Schule. Super. Dann Rungfa, hallo, ich bin zu Hause. Dann Flora, genau, hallo. Dann ich bin zu Hause. Ich gehe nach Hause. Ich komme gerade von zu Hause. Super, IT-Informatiker. Dann Omar, ich bin ins Bett gegangen. Ich bin ins Bett gegangen, Omar Mire. Du musst umdrehen. Dann Wakil schreibt hier, ich fahre
morgen nach Mainz ohne ER. Dann Mohammed schreibt hier, jetzt habe ich erst mal an ihr teilgenommen und ich freue mich darüber. Ah, ich habe das erste Mal an ihrem Chat teilgenommen und ich freue mich darüber. Dann willkommen für immer. Dann das nächste, Masuda schreibt hier, hallo, guten Abend, Servus und Salifa, ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Dann geht's weiter. Akram schreibt hier, es ist richtig, dieser Satz, der Streit wurde geschlichtet. Dann, wir fliegen auf die Insel Kirk, nicht die Kirk, einfach auf die Insel Kirk, weil niemand weiß, was Kirk ist. Okay, ich weiß das, aber viele nicht. Dann, ich bin morgens 20 Minuten im Bad, genau. Dann, ich gehe in die Schweiz oder ich fahre in die Schweiz. Also bitte antworte, wo warst du im Urlaub? Ich? Wann? In Asien natürlich, wo denn sonst, Agnes? Und letztes Mal in Italien, aber davor in Portugal und davor in Asien. Dann das nächste, was ist das hier? Ich würde gerne in die Berge gehen. Ich bin in den Bergen, Songül. Ich bin in den Bergen. Dann, wir sind auf den Spielplatz gegangen. Dann Mohammed, man müsste die Prüfung gut vorbereiten. Dann Eskabir, ich würde gerne zu einem Café spazieren oder gehen. Dann Urmila schreibt hier, ich fliege nach Australien. Dann Hani, lieber Lehrer, was machen Sie an Silvester? Pff, nichts, wir alle. Vielleicht machen wir einen Chat, oder? Dann Wova, hallo. Was ist Kirk? Kirk ist eine Insel in Kroatien, die ist super schön. Dann das nächste. IT-Informatiker, Ihre Fahrt durch den Tunnel, genau, oder Ihr Fahrt durch den Tunnel, super. Dann Habibo schreibt hier, hallo, ich liebe und lieber, was, ich habe morgen einen Termin. Dann weiter geht's, was ist das, Ciela, hallo, ich gehe nach Hanau, ich gehe nach Umdrehen. Dann cool, super, ja genau, Agnes, super cool, manchmal fahre ich mit dem Taxi, Dann Jonathan, hallo. Und Mariam, ich würde gerne viele Briefe schreiben. Dann hallo, wie geht es Ihnen? Hallo, wie geht es Ihnen? Können wir morgen Abend einen Live-Chat machen? Ja, warum nicht? Also wir können sowieso nichts anderes machen. Also machen wir einen Live-Chat zu Silvester. Warum nicht? Dann, wo war klar? Okay, dann Esther, hier. Ich fliege auf die Philippinen, Esther. Ich fliege auf die Philippinen. Das sind Inseln. Auf die Philippinen. Dann, was bedeutet ausgerechnet? Ausgerechnet jetzt, genau jetzt, ausgerechnet jetzt. Zum Beispiel. Was? So, dann Wessner, wir fuhren zu unseren Freunden. Dann Jonathan, ich fahre ans Meer. Oh, ich habe zu viel gegessen vorhin, nur eine fette Dönerbox. Dann, ich fahre ans Meer, ich fahre ans Meer, ans Meer fahren, ans Meer, ans Meer, ans Meer. Ja, dann, was ist denn das hier? Lorem schreibt hier, mit wem? Was? Wem mit? Mit wem? Dann Rashmina schreibt hier, es ist mein erstes Mal, dass ich an ihrem Live teilgenommen habe. Ich freue mich sehr darauf. Sehr gut, Ramina. Einfach kein Problem. Rashmina, du kannst einfach hier immer mitmachen. Dann Sadat schreibt hier, was ist das da? Zu viel. Dann P-Value, hallo, ich sitze vor der Tür, vor der Tür. Dann kommt das nächste hier. Hallo, jetzt habe ich ein paar Leute nicht gesehen. Dann Kekel, es wäre cool, wenn wir zu Silvester zusammen feiern. Ja, warum denn nicht? Dann, hallo mein Lehrer, wie geht es? Ich bin dabei, genau, ich bin dabei. Ja, das können wir gerne machen, warum nicht? Dann, wie geht's bei dir dabei? Bla, bla, bla. Dann, ich werde morgen zu meinen Eltern gehen. Dann, gute Idee. Können wir machen, warum nicht? Dann, ja, gerne. Dann, Nadja, ich würde gerne nach Spanien fliegen. Dann kommt der nächste, Miran. Ich bin umgezogen. Ich wohne jetzt mit meinen Freunden in einem großen Haus mit Garten. Dann kommt der nächste, Esther. Schreibt hier, ich komme von den Philippinen. Super, Esther, willkommen. Dann, ich gieße dreimal pro Woche die Blumen. Dann, ich werde nächstes Jahr zu Ahmed fahren. Dann, genau, wir fuhren nach Asien. Asien, nicht Asia, Asien. Asien, Afrika, Europa, Australien, Amerika. Dann, sie ist eingeschlafen. Dann, Urmelia schreibt hier,
Ich gehe aufs Gymnasium. Oh, cool. Super. Dann, Oma, vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Ihre Hilfe, Ihre Hilfe, Ihre Hilfe, Mohammed. Dann Zeno schreibt hier, guten Abend und Agnes. Aha, ein Thema kann aufkommen oder ankommen. Ja, also ja, beides ist gut, aber mach einen Satz bitte, Agnes. Also ja, aufkommen klingt besser als ankommen. Nee, und ankommen heißt beliebt sein. Dann Fuani schreibt hier, ich bin ins Kino gegangen, Fuani. Ich bin ins Kino gegangen, und habe Abend gegessen. Auxiliar bitte. Don't turn your back on me, please. In German. Ah, drehe mir den Rücken nicht zu oder kehre mir den Rücken nicht zu. Dann guten Abend, hallo, servus Rosalien. Und Meliam ist auch da. Hallo, hallo, servus. Hier schreibt jemand aus Thailand. Hallo, Sawadee Krab. Dann das nächste ist der schreibt hier. Ich höre auf. So, dann Jelica. Oh, hallo Jelica, wie geht's? Dann das nächste, guten Abend, ich bin wieder da, das ist schön. Dann geht's weiter. P-Value schreibt hier, sie steht auf der Seite. Dann Mariam, es wäre viel besser, wenn wir dem Live einen Link geben. Ah, wenn wir dem Live ein Like geben. Aha, und hier kommt der Link. Aha. Dann Sarifa, ich fliege in die Schweiz. Genau, dann Olucci, hallo Olucci, wie geht's? Dann was? Oh, danke schön. Okay, danke schön. Das nächste. Ihr geht zum Stadion. Aha. Dann das nächste. Die Kinder gehen in die Schule. Aha. Dann kommt Wakil. Einen schönen Abend. Hallo, Wakil. Hallo, Servus. Dann das nächste, Gülistan. Hallo, ich freue mich, dass Sie da sind. Aha. Dass Sie da sind. Aha. Dass Sie da sind. Gülistan. Hallo, Gülistan. Dann das nächste. Ein Live-Chat ist eine sehr gute Idee. Warum nicht? Dann das nächste. Neval. Ich gehe auf den Termin. Genau. Ich gehe auf die Besprechung. Sind Sie mit auf? Okay. Ja, genau. Du sagst auch, ich gehe auf ein Amt. Ich gehe auf die Post. Ich gehe auf, wenn es so eine Institution ist. Ich gehe auf die Universität. Dann kommt Nasra, hallo, guten Abend. Ich würde gerne mein Deutsch verbessern. Aha. Können Sie einen Tipp geben? Mit uns mitmachen, Nasra. Dann das nächste. Muffet ist dran, hallo. Dann das nächste, Agnes. Morgen Abend, großes A, könnte sehr viel verrückter sein. Ja, könnte, aber ist es nicht. Das ist, glaube ich, langweilig morgen. Dann bla 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 bla. Bukan schreibt hier, ich fahre zum Restaurant, ich bin im Restaurant, ich fahre zum Sport, ich bin beim Sport, ich bin beim Sport. Aha. Dann ich gehe durch den Park, ich fahre auf dem Weg, ich bin von Sarah gekommen, ich komme von Sarah oder ich bin bei Sarah. Ich bin beim Arzt. Ich bin beim Arzt. Beim Arzt. Aha. Bei Sarah, beim Arzt. Aha. Dann LD. Jetzt könnten wir schon ins Kino gehen. Aha. Alle anderen, was in nur ein Kino gehen, weil alle anderen geschlossen sind. Hallo King Hindi und Amal ist auch da. Ich habe Ihr Live-Chat abonniert, aber jetzt muss ich weg. Tschüss. Ciao, Amal. Gute Nacht. Dann das nächste. Hier, wow, wir haben schon 99 Likes. Ja, super cool. Dann kommt das nächste, Vesna. Die Leute gehen gerne in den Urlaub oder fahren gerne in den Urlaub. Dann kommt das nächstes, Maugeschata. Oh, jetzt haben wir 100. Ist sehr schön, ist sehr gut. Dann, sie kommen bei uns gut an. Ah, das ist super. Dann 101. Dann das nächste, Masuoda schreibt hier. Nach dem Essen gehen wir ins Kino. Dann Olochi, ich bin im Supermarkt, im Supermarkt. Dann ich bin zu Hause, großes H. Dann Bukan, okay. Dann SKBR schreibt hier, ich gehe tatsächlich zur Arbeit oder zum Arbeiten. Und dann kommt als nächstes mal Akram, kehre mir nicht den Rücken zu. Was bedeutet, don't turn your back on me, Akram, das ist das da. Sehr schreibt hier. Ich bin auf dem Balkon. Was jetzt bei diesem Wetter? Das ist hoffentlich nur ein Beispiel. Dann morgen besuche ich meinen Freund oder einen Freund. Aha. Dann Songül 100, ja genau, 106. Dann das nächste. Mohammed schreibt hier, wenn meine Frau nach Hause kommt,
ist sie immer sehr laut. Okay? Das heißt, sie schreit die ganze Zeit rum. Dann, ich würde gerne wissen, ob Kollegen da sind. Aha. Dann kommt der nächste. Firbas schreibt hier. Ja, Firbas schreibt hier. Ich fahre immer zu Fuß. Nee, ich gehe immer zu Fuß zur Arbeit. Ich gehe zu Fuß. Aha. Ich fahre mit dem Auto, aber ich gehe zu Fuß. Dann Uluchi, ich bin im Supermarkt. Genau, jetzt ist richtig. Dann Rosalind schreibt hier. Rosalind, ich bin im Bett. Ich bin im Bett. Ich bin im Bett. Aha. Dann Miran, ich schaue. Ich schaue in die Welt, in der Sonne. In der die Sonne leuchtet, aha, in der Sterne funkeln, aha, und in der Sterne liegen. Oh, wow, das ist ja richtig schön. Dann Metgel, hallo, Servus. Dann King Hindi schreibt hier, wir haben 101 Likes. 111. 111. Dann Sheran schreibt hier, hallo, ich bin zu Hause. Und Mamit, an Silvester oder zu Silvester gehen wir zu meiner Schwester. Also entweder an, ups, an oder zu Silvester. Gehen wir, bla bla bla. Dann das nächste. Songül, Herr Lehrer, Sie sind wie eine Börse. Was sind Sie wie eine Börse? Was heißt das? Dann Bartek kommt das nächste. Hallo, mal angenommen, jemand stellt mir eine Frage, doch ich beantworte diese absichtlich nicht, also nicht absichtlich. Da bedeutet es, dass ich diese Frage der Person anlasse oder übergehe. Na, auslasse oder übergehe ist besser in dem Fall, Patek. Also auslasse, ja. Also nicht darauf reagiere, übergehe ist besser als auslasse. Auslasse ist wie wenn du etwas, zum Beispiel du liest einen Text. Also ich manchmal hier im Chat und vielleicht zwei Leute kann ich nicht lesen, weil ich keine Zeit habe. Ich lasse sie aus. Dann kommt das nächste. Eskabär. Ich bin etwas einkaufen. Nee, ich habe etwas im Supermarkt eingekauft. Aha. Dann Sea schreibt hier, weil ich auf dem Balkon rauche. Ah, auf dem Balkon, nicht in. Auf. Ja. Dann das nächste, Vesna. Ich fahre nach Dubrovnik, ich fahre nach Kroatien, ich fahre nach Lika. Genau, perfekt. Lika ist eine Stadt, oder? Dann Pierre schreibt hier, hallo, hallo, ich bin neu hier, hallo, guten Tag, woher kommst du denn? Dann Gülistan schreibt hier, ich hoffe, Komma, dass das neue Jahr viel Glück bringt. Dass das neue Jahr viel Glück bringt, oder? Dass das neue Jahr glücklich ist oder wird. Dann, ich gehe in den Wald, genau, ich bin im Wald, perfekt, großes W. Dann, Botogan, das war unser heutiges Beispiel. Dann, meine Familie ist überglücklich, aha, weil ich sie besuche, genau, super. Dann kommt als nächstes King Hindi. Sie sind wahrscheinlich alle lustig, aha, genau, dann Ira. Marian, wir hatten zwei Möglichkeiten. Wir sollten eine Beschwerdebrief und so weiter, Hotelinformation. Oh, cool, super, danke, Ira. Das ist eine gute Information. Aha. Dann geht's weiter. Hier, Bartek, danke schön. Genau, dann Dalal schreibt hier. Ich bin aus der Türkei. Aus der Türkei. Oh, Leute, aus der Türkei. Das gibt es ganz oft, diesen Fehler. Aus der Türkei. Dann geht's weiter. Prashant schreibt hier: Hallo Lehrer, ich bin ganz neu auf dem Kanal. Prashant, willkommen. Dann ich gehe zum Friseur. Dann kommt als nächstes Abschief. Hier, er hat mich auf der Straße angesprochen. Er sagte etwas zu mir. Perfekt. Dann Songül. Ich meine, Sie bekommen immer wieder Like. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Vorhin war nicht ganz richtig. Dann kommt hier Roslin, schreibt hier, morgen fahre ich nach Berlin. Dann das nächste, gute Nacht und schön, ich komme aus Italien. Das ist super, Keiko, hallo, hallo. Dann Enrique schreibt hier, ein neuer Student aus Spanien. Hallo Enrique. Dann geht es hier weiter. Wie oft machen Sie das live? Also im Moment 11 Uhr morgens und 21:30 Uhr abends. Und nächste Woche fängt die Schule wieder an, da machen wir es wieder ein bisschen anders. Dann, ich hoffe, dass das neue Jahr glücklich ist. Ja, genau, super. Jetzt ist gut, Gülistan. Dann geht's weiter. Pierre schreibt hier. Das habe ich schon wieder weggemacht. Pierre, ich komme aus Gambia. Willkommen. Dann Gerda schreibt hier. Ich komme aus der Türkei. Jetzt ist richtig, genau. Dann Kikil. Woher
wüsste ich nicht bei einem Live-Chat. Like kann man immer, wartet bis ans Ende. Ach so, okay. Nee, man kann das auch während des Videos machen. Aha. Dann das nächste, Matt Gale schreibt hier. Ich bin zu Hause mit meinem Cousin. Ah, Cousin schreibst du so. Cousin. Cousin, das schreibt man wie auf Französisch. Aha. Dann Abir Rezak schreibt hier, hallo, schön dich zu sehen. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wünsche ich dir auch. Dann, also nochmal, wir machen morgen um 11 und um 21:30 Uhr, denke ich mal. Dann geht's weiter. Hier, wo sind wir? Neval. Ich nehme etwas aus dem Stuhl. Nee, vom Stuhl, aus dem Kühlschrank, aber vom Stuhl. Der Stuhl ist ja nicht geschlossen. Aus ist immer, wenn es zu ist. Ja, dann vielen Dank, genau. Dann das nächste. Ich bin beim Arzt, aha, dann Seno. Ich möchte zu meinem Nachbar gehen. Dann kommt das nächstes Mal mit. Ich arbeite im Lager und ich entlade die Ware. Also im Lager und ich entlade die Ware. Aha, die Ware. Dann geht es weiter. IT-Informatiker schreibt hier. Was ist das da? Und der Fabian ist. Hallo Fabian, wie geht's? Nee, ich glaube, wir feiern morgen Abend nicht so, leider. Dann, ich schaue mir gerade Jurassic Park an, Vergessene Welt. Oh, cool, der Film ist richtig cool, Fabian. Dann das nächste, Meli schreibt hier, ich fahre morgen zu meiner Freundin. Dann IT-Informatiker, ich fahre mit einem schönen Auto, ich setze mich ins Auto. Ich setze mich ins Auto. Meine Frau sitzt im Auto. Aha. Dann Sarifa schreibt hier, ich gehe auf den Balkon. Aha. Ich gehe auf den Balkon. Aha. Aber ich bin auf dem Balkon. Ich bin auf dem Balkon. Dann, ich bin bei meiner Familie, bei meiner SKB, bei meiner. Dann Miran, die Pflanze lebend wachsen, die Tiere fühlen Leben. Aha. In den Menschen. Beseelt der Geist, den es in der Wohnung gibt. Aha. So, more or less. Dann, was machen Sie morgen? Nee, morgen ganz normal. Morgen ganz normal, Fabian, glaube ich. Ich denke so gegen 10, ganz normal, wie immer. Ich feiere morgen nicht, weil was kannst du machen? Kein Feuerwerk, kein Spaß. So, pff, vergiss neues Jahr. Dann, heute ist Feierabend. Aha. Ich gehe ins Kino, ich gehe auf die Terrasse. Guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön, Urmila. Dann geht's weiter. King Hindi. Ich hoffe, dass sich, so Gott will, 2020. Ja, ich hoffe auch, dass sich alles ändert. Und sich alles vor allem normalisiert. Mein Gott. Dann meiner. Dann Mariam. Ich bin. dann ich bin im Urlaub. Genau. Dann Sarah schreibt hier. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Genau, dann Sear schreibt hier. Gut, was? Ich gehe morgen um 8 Uhr zum Deutschkurs. Echt? Super. Dann hallo Katarzyna. Oder woher kommst du? Das sieht irgendwie so nach Tschechisch aus oder so etwas. Dann gestern. Was ist da? Morgen um 11 Uhr. Was ist unser Thema? Für die Prüfung B1, B2, denke ich mal. Aber bin noch nicht ganz sicher. Dann gestern bin ich zur Schule. Gestern bin ich zur Arbeit mit dem Bus gefahren. Gestern bin ich mit dem Bus zur Arbeit. Dreh's mal um, Katharina. Dann heute bin ich zu Hause. An Silvester will ich in der Stadt spazieren gehen. Aha. Dann kommt als nächstes Vesna. Lika ist in der Region Istrien. Ah, okay, das Zentrum von Kroatien. Ah, okay. Alles gut. Okay, hab's verstanden. Aha. Oberhalb der Grenze von Bosnien und Herzegowina, aha, der Plitvicer Seen, sind bekannt. Ah, okay, ich habe es verstanden. Alles gut. Da, genau, das kenne ich auch. Dann Yusra. Ich gehe nach Hause, ich bin im Haus. Oder du kannst auch sagen, ich gehe nach Hause, ich bin zu Hause. Dann Anam schreibt hier, ich gehe zum Markt oder ich gehe auf den Markt. Aha, dann Margoshata, danke Bartek, das wünsche ich dir auch. Ah ja, von Polen nach Polen. Dann hier Katharina, genau, ich komme aus der Slowakei. Ah okay, fast, Katharina. Nicht ganz, aber fast. Aber ich dachte wegen dem Namen und wegen dem Akzent, deswegen.
Dann das nächste. Dann geht's weiter. Wenn ich Lust habe, gehe ich zum Einkaufen. Aha. Dann ich habe meinem Bruder einen Wochenende. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, das war komisch. Dann Seran, hallo, Servus und Güdistan. Morgen werde ich mit dem Zug nach Hannover fahren. Aha. Dann Anam schreibt hier, um wie viel Uhr kommen Sie live? Um 11 und um 21:30 Uhr. Dann Neval schreibt hier, es ändert sich nur das Datum, sonst ändert sich nichts. 2021, ja, das befürchte ich auch. Dann, was bedeutet Ausleihen? Leihen ist wie nehmen. Du nimmst und du gibst es wieder zurück. Zum Beispiel in der Bibliothek, in der Bücherei, ein Buch nehmen und wiedergeben. Okay? Oder Geld ausleihen, Erisa, kannst du auch sagen. Dann mal mit. Morgen habe ich frei. Ich kann mich endlich entspannen. Das ist super, Mamit. Dann Wakil. Aha. Hallo, wie geht's dir? Ja, super. Dann kommt das nächste Bukan. Ich gehe ins Bett. Ich bin sehr müde. Gute Nacht. Tschüss, gute Nacht. Und Eleni ist da. Hallo, ich fuhr Fahrrad in München. Ich fuhr mit dem Fahrrad in München herum. Genau. Dann ich war beim Arzt. Dann Małgorzata. Von Deutschland nach Polen. Aha. Da bin ich, denn ich bin momentan in Deutschland. Genau, alles klar. Ach so. Dann, ich möchte dir meine Katze ans Herz legen. Aha. Dann Banafsha ist auch da. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Dann Katharina. Was ist das da? Ich gehe zur Arbeit. Ich gehe ins Kino. Das ist super, Banafsha. Dann das nächste. Gestern bin ich mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Aha. Genau, perfekt. Dann ich fahre in die Stadt. Aha, ich bin in der Stadt. Das ist super. Dann Sejan. Was bedeutet abnirt? Kenne ich nicht. Abnirt kenne ich nicht. Das verstehe ich nicht, Sejan. Vielleicht ist es falsch geschrieben, aber das Wort habe ich nie gesehen. Ich kenne abnimmt, nimmt ab. Dann Erissa, Dankeschön. Dann Anam. Menschen, bitte die Uhrzeit. Ah, okay. Also die Uhrzeit ist entweder 11 oder 21:30 Uhr. Beides. Dann Ira, mach keine Sorgen. Ja, genau, mach dir keine Sorgen. Kein Problem. Dann Gülistan. Ich muss morgen einkaufen, weil Freitag überall zu ist. Ja, genau. Dann eine gute Idee, ja. Dann Gökçe, hallo, Servus, guten Abend. Abonniert. Ah, jetzt habe ich verstanden, abonniert. Okay, super, danke schön. Das ist aber nett. Dann kommt der nächste. Ich gehe spazieren entlang des Baches. Ich gehe am Bach entlang spazieren. Aha, ich gehe am Bach entlang spazieren. Dann kommt der oder die nächste. Ahmed schreibt hier, heute Morgen war ich im Laden. Genau, war ich im Laden gewesen. Ich war gewesen. Aha, dann kommt der oder die nächste. Banafsha, guten Abend. Und Ali schreibt hier, was? Das war zu viel. Dann, ich war gestern 2 Stunden zu Fuß gelaufen. Oder ich bin gelaufen, kannst du auch sagen. Dann geht's weiter. Die Kinder sind auf dem Dachboden. Gehst du nach oben und sagst ihnen, dass das Mittagessen fertig ist. Genau. Aber fertig, Wesner, fertig. Aha, fertig schreibt man so. Dann Anam, Dankeschön. Dann kommt als nächstes Miran. Ich schaue in die Seele, aha, die mir im Inneren lebt, aha, die in meinem Inneren lebt. Aha. Der Gottesdienst, der webt im Sonnen- und Seelenlicht. Aha, okay. Dann Sari, hallo. Dann geht's weiter. Shafik schreibt hier. Ich hole meine Tasche aus dem Auto. Dann Burtugan. Ich würde gerne mitmachen, obwohl ich morgen um 5 Uhr aufstehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist ja sowieso danach auch noch online, kein Problem. Dann, aber ich muss aufstehen, aber ich muss aufstehen. Dann, je mehr Sie langsam reden, desto besser kann ich Sie verstehen. Ah, je langsamer Sie reden, desto besser kann ich Sie verstehen. So, jetzt habe ich ein paar ausgelassen, glaube ich, aber sonst kommen wir gar nicht mehr weiter. Dann, ich bin wieder da. Hallo, Jonathan. Dann. Wir müssen optimistisch für das neue Jahr denken. Genau, das glaube ich auch. Dann, was bedeutet sammeln? Das und das und das nehmen und dann nicht mehr wegwerfen. Dann, collect ist das dann. Ich bin müde, ich gehe ins Bett, ich bin bis morgen um 11. Tschüss, bis morgen um 11.
Dann Prashant schreibt hier, besuche den Arzt gestern. Ich besuchte gestern den Arzt. Ich besuchte gestern den Arzt, da ich mich krank gefühlt hatte oder habe. Aha. Also, ich gehe mit meinem Mann zum Einkaufen. Dann, Anna, ich war im Bus. Okay, dann das nächste. Vakil schreibt hier. Ups, Vakil. Ich bin schwerbehindert. Okay, dann kommt das nächste. Warum fangen manche Sätze mit Akkusativ an? Der Baum wird im Garten gepflanzt. Oder den Baum pflanzen Sie im Garten. Ja, das macht nichts. Das ist eigentlich so ein bisschen egal. Aha. Dann München ist 300 Kilometer von Leipzig. Aha. Leipzig, vielleicht mehr, vielleicht 400, 500. Hinter und so etwas gibt es. Aber ich gehe nach. Ich gehe nach oben, ich gehe nach unten. Verstanden? Dann was? Sehr, Bus. Ja, danke schön, Kasum. Danke sehr. Dann das nächste. Was? Sorry, sorry, 2R. Immer schreibe ich falsch. Da fehlt ein S. Weil ich immer biblisch bin. Aha. Moment, also du schreibst sorry, schreibst du so? Sorry und falsch. Okay, da fehlen irgendwie Buchstaben. Aha. Dann mit Geld schreibt hier. Okay, was ist das hier? Dann kommt der nächste. Ich fahre, bla bla bla. Ich fahre in die Türkei oder ich fliege in die Türkei. Aha. Dann kommt das nächste. Ich bin zu Hause. Dann ich möchte mit dir einen Termin haben oder ausmachen. Ausmachen. Dann ich fahre mit dem Bus meines Freundes. Aha, oder meines Freundes ES, IT-Informatiker, Freundes ES, dann SKB. Schreibt hier, ich bin auf dem Sofa und lerne mit uns oder mit euch. Ich sitze auf dem Sofa oder ich bin auf dem Sofa und ich lerne mit euch. Aha, mit euch, mit euch, aha, mit euch. Dann Ira, kannst du uns bitte den Unterschied zwischen fließen und laufen erklären? Das Wasser fließt und du läufst. Okay? Dann das nächste. Everbasch, gute Nacht. Tschüss, Erissa. Das kenne ich auch schon. Everbasch heißt gute Nacht. Dann Rojbasch, guten Tag. Everbasch, gute Nacht. Aha. Dann ich fahre nach Österreich. Dann kommt der nächste. Hier. Die Weinflaschen sind im Keller. Gehst du runter, um sie zu holen? Dann, Fabian, sind in Deutschland die Regeln für Silvester gleich wie bei uns? Ich glaube ja. Also bei uns dieses Jahr, also zumindest in Bayern, es gibt praktisch kein Silvester, kannst du vergessen. Dann Rafik schreibt hier, hallo, Sir, ich lerne auch Deutsch. Hallo, Rafi. Oder Rafik. Dann kommt der nächste. Sanel, guten Abend. Hallo, Servus. Oh, jetzt habe ich ein paar nicht gesehen, glaube ich. Dann geht es weiter. Simi, ich gehe in die Bank oder ich gehe zur Bank. Ich gehe ins Krankenhaus oder zum Krankenhaus. Aha. Dann Muffet, ich fahre mit dem Auto nach Aachen. Dann Sari, ich bin nach Österreich mit meiner Familie gefahren. Ich bin mit meiner Familie nach Österreich gefahren. Dann Kekel, super. Ich gehe in die Küche und hole ein Glas Wein. Und hole ein Glas Wein. Dann Erisa, ja, was bedeutet Münzen? Münzen sind diese 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro, nee, nicht 1 Euro, 2 Euro, 50 Cent, 20 Cent. Also nicht Schein für Geld, sondern Münze, die kleinen. Dann das nächste. Sari, ich fahre lieber mit der Straßenbahn. Genau, und hole Kekel. Da kommt der nächste hier. Was ist das da? Ich bin sehr dankbar, wenn Sie Relativsätze machen könnten. Ja, kann ich machen, irgendwann die nächsten Tage. Dann ich stelle das Auto auf den Parkplatz. Dann kommt das nächste, Johanna. Ich gehe zur Schule. Dann Miriam. Wieso soll am Montag die Geschäfte zu sein? Ich glaube, die bleiben noch länger zu. Dann kommt der nächste Sanel schreibt hier, ich habe sie erzählen können. Aha. Dann Katharina,
Ich wünsche euch allen bei dieser Gelegenheit ein ganz besonderes, leichtes, gesundes Jahr 2021 für euch und eure Lieben. Oh, cool, Katharina, das ist super nett. Dankeschön. Und das ist ja eh für alle hier. Dann kann ich eine Online-Prüfung ablegen. Das Goethe-Institut in Kanada ist dieses Jahr immer geschlossen. Das weiß ich nicht genau, Jeff Basch. Ich bin bei Ihnen. Ich bin bei Ihnen. Das ist cool. LD, du kannst mir mal eine E-Mail schreiben, wenn du willst. Dann kann ich mal meinen Kollegen fragen und der weiß so etwas. Ich leite das mal einfach weiter und der kann dir dann antworten. Also mein Kollege oder meine Kollegin, wenn du willst. Aber ich selber weiß es wirklich gar nicht. Also kannst du mich einfach nicht fragen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur weitergeben an jemanden. Dann im Weltraum, da draußen, in Seelentiefen drinnen, zu dir im Gottesgeist. Okay. Dann das nächste. Dann, hallo, guten Abend, Benafsha. Ich fliege in die Türkei. Ich fliege in den Iran. Dann Yusuf, danke, genau. Dann, was ist das hier? Dann Roland schreibt hier, ich gehe zum Arzt, ich bin beim Arzt, ich komme vom Arzt. Das ist super, Roland. Perfekt. Dann, hallo Franco, ich werde morgen früh nach Italien fahren und ein Glas Rotwein trinken. Ja, das ist super. Dann Prost. Dann Saida schreibt hier, guten Abend. Ich gehe in die Bank, ich gehe zur Bank, ich gehe auf die Bank, ich gehe ins Krankenhaus, ich gehe zum Krankenhaus, ins Bett und ich bin im Bett. Ja, perfekt, super IT-Informatiker, perfekt. Dann das nächste. Ich bin unterwegs nach Berlin, genau. Dann Gülistan. Mein Traum ist, fließend Deutsch zu sprechen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Ob ich es schaffen kann, Gülistan. Ich denke schon, kein Problem. Du bist schon ganz gut. Dann kommt der nächste. Ich habe den Stift auf dem Tisch gelassen oder auf dem Tisch liegen lassen. Dann, er hat seine Prüfung bestehen müssen. Dann Roschbasch, genau, so sagt man das. Aha. Dann Eskerber, ich habe eine sehr schwierige Grammatik geschrieben. Was soll ich machen? Bitte geben Sie mir einen Tipp. Aha. Oh, ja, kommt drauf an, welches Thema denn, Eskerber? Dann mal mit, ich gehe durch den Wald. Aha. Dann Markus sieht mich jeden Tag, genau, das war Kasum. Dann Josef Roschbasch, Everbasch, Sevbasch, Pensch. Was ist Pensch? Dann das nächste. Guten Abend, mein lieber Lehrer. Hallo, meine Liebe. Und dann kommt Saida. Ich fliege nach Marokko. Dann Sanel. Ich habe zur Apotheke gehen müssen. Dann Florian. Aber außen, dem Ortsgebiet, sind Feuerwerk erlaubt, oder? Ja, nur im Privatgarten, Fabian. Keine Ahnung, vergiss einfach. Am besten nächstes Jahr in einem anderen Land wohnen. Dann, ja, Schesch, was ist das da? Okay, das nächste. fahren wir morgen ans Meer. Ich gehe jeden Tag an den Strand. Dann Banafsha, ich fliege in die Türkei. Dann Haft, was ist Haft? Dann das nächste. Haft ist auch eine Zahl. Ah, Schesch, Haft ist die Nummern. 6 und 7, oder? Dann Haft ist 7. Dann kommt das nächste hier. Was ist das da? Was bedeutet angewiesen? Man braucht sehr stark. Ich bin angewiesen auf dich. Dann, meine Liebe, ich fahre nach Berlin. Dann Markus, hallo, guten Abend. Ich gehe über die Brücke oder gehe über die Brücke. Dann Braschan schreibt hier, ich laufe jeden Tag am Meer entlang. Ich laufe jeden Tag am Meer entlang. Ja, okay, alles gut. Erissa, ja, ich habe bisschen vergessen, aber nicht alles. Also ein paar Nummern kann ich noch. Dann, ich treffe Katrin auf dem Weg zur Arbeit. Dann Sanel, Sie sind von einem Berg ins Tal hinuntergefahren. Oh, jetzt muss ich mal einen Schluck Tee trinken, Kaffee trinken. Irgendwie, Moment. Dech ist 10, oder? Erisa, 10, oder? Dann Fabian, okay, ziehe meine ich ziehe auf eine einsame Insel. Kommen Sie mit, ich gebe, da gibt es kein Corona, ja, das glaube ich auch. Müssen wir uns eine einsame Insel suchen. Dann Jans, was ist denn das da? Dann das nächste. Ich bin fahr
Prüfung gemacht und ich habe sie. Oh, cool, Rafik. Also, ich habe die Fahrprüfung, die Fahrprüfung, die Fahrprüfung. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber in Deutschland, wir sagen normalerweise Führerscheinprüfung. Ha? Dann, wer kommt da? Das war Kasal. Ja, hallo Kasal, wie geht's? Guten Abend, Servus. Dann kommt das nächste, Banavsha. Ich fliege aus der Türkei nach Deutschland zum Beispiel. Dann Bali, hallo. Ich gehe ins Bett. Nein, nicht ins Beet, ins Bett. Beet ist für Gemüse, Bett ist für Menschen. Ha? Duas Dech heißt 12, oder? Dann, dann das nächste, Clara. Ein glückliches neues Jahr. Genau, ich dir auch. Also wünsche ich dir auch. Dann, ich lasse schreibt hier. Hallo, guten Abend oder Ilias. Dann, was ist das hier? Oh, das ist zu viel. Dann, Sarah, jeden Tag bin ich im Deutschkurs. Aha. Dann, Sanel, er ist durch das Stadttor in die Stadt gefahren. Aha. Durch das Stadttor in die Stadt gefahren. Dann, Mohammed, mein Freund fährt zu mir. Aha. Odessa, okay, oh, cool. Dann das nächste. Markus schreibt hier, ich fahre die Straße entlang. Dann schreibt hier Semi, ich gehe aufs Finanzamt. Aha. Also vielleicht, Erisa, wir können ja mal was übersetzen, wenn ihr Lust habt. Wir können mal einen kleinen Text auf Kurdisch übersetzen. Das ist vielleicht ganz cool für die anderen Leute hier, die das lesen können. Dann, warum nicht? Dann, ich stehe an der Ecke. Dann, Markus ist mein Freund. Aha. Auf der Straße kauft er etwas ein oder er kauft etwas auf der Straße ein. Dann Rafik, ja, ich wohne in Gummersbach. Ich wohne in oder ich bin in, aber nicht bin und wohne zusammen. Also ich bin oder ich wohne in Gummersbach. Dann Seashat hier, ich war, dass die ganze, es hat heute den ganzen Tag geregnet oder die ganze Zeit geregnet. Dann der Ring ist aus Gold, Sari, der Ring. Dann meine Fahrkarte ist auch bla bla. Dann ich gehe morgen wieder Wirten. Ha? Dann, was ist Wirten? Dann bla bla bla, was ist das hier? Ich spreche gerade mit meiner Mutter. Ha? Dann ich werde zu Hause Silvester verbringen. Ich werde Silvester zu Hause verbringen. Ich werde Silvester zu Hause verbringen. Ha? Dann kommt das nächste. Guten Abend, genau. Dann kommt hier Sanel. Ich gehe die Treppe hinauf. Ich bin auf der Straße, schaffe es S. Ich bin auf der Straße. Aha. Ich gehe um die Ecke herum. Ja, super, das ist ganz gut. Dann, was ist das? Gestoßenem Stier wachsen. Ah, wachsen kurze Hörner. Was ist einem gestoßenen Stier vielleicht oder so etwas? Ja, dann kommt das nächste. Was ist das da? Hier, Elisa, tschüss, ich komme jetzt. Oder ich gehe jetzt. Dann das nächste, SKBR. Ich gehe in die Bank. Dann kommt Eleni. Ich gehe zum Abendessen bei XY. Dann kommt das nächste, Skylistan. Das ist das Schönste, was mir passiert ist. Was mir passiert ist. Das Schönste, was. Dann Metcalf schreibt hier. Ich laufe jeden Tag 2 Stunden. Aha. Dann Ira. Ich habe das Problem, wenn ich im Sprachkurs bin, benutzen wir Formeln auf Deutsch. Wenn ich arbeite, benutzen wir informal. Oh, okay, dann Deutsch und das macht mich total, ist total peinlich. Ach so, okay, Ira. Ja, da kann man nichts machen. Hier kannst du schreiben, wie du willst, entweder formal oder informal, das ist mir egal, wie du Lust hast. Dann Dankeschön, Ismail. Aha. Dann Wirten bedeutet Holzbäume umschneiden. Ach so, okay, ah, cool. Das Wort kenne ich überhaupt nicht. Das sagt man nur in Österreich, oder? Das kenne ich überhaupt nicht. Das klingt wie der Wirt so im Wirtshaus oder in der Wirtschaft. Dann, ich gehe zur Schule, genau. Dann Mohammed schreibt hier, ich fahre jetzt die Straße entlang. Dann Rafik, ich komme aus Pakistan. Okay, alles klar. Dann willkommen hier. Da, was ist deine Muttersprache? Dann Urdu oder was? Rafik, was sprichst du? Dann Saido, hallo. Und das war, ich gehe ins Bett. Ha? Dann kommt der nächste, ich gehe in den Park. Dann Rulat, ich gehe in den Laden. Ich bin im Laden. Ich komme aus dem Laden. Perfekt, super. Dann Wada schreibt hier, ich fahre nach Berlin. Ha? Dann Vesna, mache gerne Spaß. Ha? Ich mache gerne Spaß. Dann Alireza, Hallöchen, hallo, Servus. Dann könnt ihr mir noch ein paar Likes geben? Das wäre super. Jetzt haben wir schon 163. Vielleicht schaffen wir ja 200. Das wäre ja super.
Dann, das ist der Film, den ich gesehen habe. Dann kommt Saido. Was ist der Unterschied zwischen urteilen, verurteilen und beurteilen? Ich urteile über etwas, ich verurteile, dann hast du verloren. Und ich beurteile etwas, das ist ein bisschen so neutral, nicht gut, nicht schlecht. Dann gestern war ich in Aachen, heute möchte ich nach Köln fahren. Ha? Dann Walking in Berlin schreibt hier etwas an der Ecke oder etwas um die Ecke. Naja, beides. An der Ecke wo und um die Ecke gehen. Dann Skilly schreibt hier, hä, was ist das hier? Das ist ein Deutschkurs. Dann das nächste, SKW, ich gehe, nee, ich bin unterwegs, SKW, ich bin unterwegs. Dann wir fahren morgen nach Frankfurt. Dann Tigist schreibt hier, hallo, dann ich komme nächste Woche nach Mo Norwegen oder ich fahre nach Norwegen. Aha. Dann, hallo, wo war? Morgen haben wir einen Feiertag. Ja, genau. Nee, morgen haben wir einen normalen Tag, aber übermorgen haben wir einen Feiertag, oder? Dann, ich wohne in Rheinfelden. Wo ist denn Rheinfelden? Das kenne ich, glaube ich. Da war ich schon mal. Aber wo ist denn das? Dann Serkan schreibt hier, hallo. Dann mit, nächstes Jahr würde ich gerne nach Italien fliegen, aha, wenn sich die Lage verbessert hat. Dann kommt das nächste. Was ist das? Ich komme aus Brasilien. Ich bin im Unterricht verbunden. Ich brauche Hilfe. Kein Problem. Hallo, Thiago. Dann alles gut. Du kommst auch aus Brasilien. So, dann geht's weiter. Aber Thiago, normalerweise hier keine Telefonnummern geben, weil hier gibt es immer so ein bisschen verrückte Leute. So, das ist ein bisschen gefährlich. Dann das nächste. Ich gehe ins Training. Ich fahre nach Berlin. Dann geht's weiter. Was? Informatiker at Walking in Berlin? Nein, um immer mit Akkusativ. Genau, um immer mit Akkusativ. Dann Mariam. Ich bin in der Stadt. Dann Sari. Ich hänge an das Bild an die Wand, dann Saido. Was genau bedeutet Privilegien? Also, du darfst etwas, was andere Leute nicht dürfen. Verstanden? Dann Seja schreibt hier, was bedeutet den Ring? Der Ring ist aus jemandem Gold geschrieben. Der aus Gold jemand. Seja, das verstehe ich nicht so ganz. Das ist ein bisschen komisch. Dann, was be bedeutet Laden. Laden ist Geschäft. Laden und Geschäft ist dasselbe. Dann Abbas, ich komme aus Afghanistan. Aus Afghanistan, kein Dem. Dann Prashant, ich gehe morgen in der Stadt spazieren. Dann Gülistan, du sollst auf dem Wasser, auf das Wasser kommen, weil du krank bist. Aha. Du sollst aus dem Wasser kommen, weil du krank bist. Dann, Wada, ich gehe zur Hochzeit. Genau, dann, hallo, Wada. Dann, Roland schreibt hier, ich gehe ins Internet. Ich bin im Internet. Ich komme aus dem Internet. Ja, genau, richtig. Dann, dann kommt das nächste hier, SKB. Ich hoffe, dieses neue Jahr gut, dass dieses neue Jahr gut funktioniert. Genau, meine Liebe, genau das da. Dann, wo war? Ich rauche und trinke nicht. Nicht deswegen, dass ich es nicht darf, weil ich es selbst nicht will. Ja, genau, perfekt, wo war? Super. Mein Gott, was ist los? Dann, Sarah. Ich möchte, wenn ich Deutsch sprechen möchte, vergesse ich die Wörter, okay? Dann, ja, das passiert. Dann, Sarah, ich gehe ins Kino. Dann, hallo zusammen. Ich kann nicht ins Kino, weil draußen Corona ist. Dann war das schreibt hier, ich gehe zum Bahnhof. Dann Thiago, ich möchte die. Okay, ich möchte die was? Dann, was bedeutet den Ring? Der Ring ist aus Gold. Ach so, der Ring ist gemacht aus Gold. Verstehst du das? Sehr. Der Ring ist ein Goldring. Okay, das heißt das. Dann Wada, hallo, genau, Wada sagt hallo zu Wada. Dann das nächste, die Hose ist mir etwas zu kurz. Aha. Zu kurz, zu eng, zu groß, zu weit. Aha. Dann Arthur, hallo, guten Abend. Dann ich fahre über die Autobahn, über die Autobahn, über die Autobahn, über die Autobahn. Gülistan, bevor ich rausgehe, muss ich mich anziehen, weil es draußen kalt ist. Aha. Dann, ich gehe auf den Parkplatz mit meinem Auto oder zu meinem Auto. Ich gehe zu meinem Auto. Dann, sie gehen hinweg. Aha. Dann, das neue Jahr ist bei uns die größte Feier. Dieses Jahr auch, oder?
Dann ich fliege mit meinem Freund nach Spanien. Aha, genau, das war Kasum, dann Escaber. Wünsche Ihnen viel Gesundheit. Aha, dann Alireza. Wenn man einen Termin hat, muss man eine halbe Stunde einkalkulieren. Aha, muss man eine halbe Stunde einkalkulieren. Dann Eleni, Sie fuhren los, dann kommt das nächste Sari. Ich gehe nach Hause, ich bin zu Hause, ha? Ich komme von zu Hause oder ich komme aus dem Haus. Ja, das kann man sagen. Dann kommt das nächste Saido. Zum Beispiel, die Geimpften sollten keine Privilegien bekommen. Ach so, kein Vorteil für die Geimpften, kein Vorteil, kein Vorteil. Saido, in dem Fall ist es ein Vorteil oder ein Sonderrecht. Ha? Dann Fatima, guten Abend, hallo. Dann Rheinfelden ist in Baden. Ah, okay, KKK, was ist das da, Semi? Sonntags gehen wir in die Kirche. Aha. Dann das nächste. Hier, du hängst die Jacke an die Mauer. Aha. An die Wand, an die Wand, an die Wand. An die Mauer, das ist nur so im Garten, okay? Aber ja, warum nicht? Also grammatikalisch, ja. Dann Muffet, ich fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt, genau. Dann kommt Casal. Seitdem ich eine Glatze geworden bin, liest er nicht meine Nachricht. Doch, Casal, eigentlich schon. Aber du hast nicht so viel geschrieben. Dann das nächste. Ich mache einen super Spaß. Ja, kein Problem. Alles gut. Dann Metgel. Ich gehe morgen zum Einkaufen. Dann Kickel. Bla bla. Okay. Der Ring ist, heißt Ring aus Gold. Okay. Ach so. Okay. Jüzük irgendwas, okay? Zu kompliziert. Dann das nächste. Sari schreibt hier, ich gehe zum Kindergarten, ich komme vom Kindergarten. Ich bin beim Kindergarten oder im Kindergarten. Dann Ismail, ich rauche auch nicht, ich rauche auch nicht, aber ich trinke gerne Gin am Meer. Ich rauche auch nicht. Wenn du sagst nichts, dann ist es so ein Joint, aber wenn du sagst, ich rauche nicht, dann sind es Zigaretten. Dann kommt der nächste, Kaisal. Verstehst du falsch? Das stimmt nicht. Okay, also alles klar. Dann ich hänge die Bilder an die Wand. Aha. Dann, was ist das? Ja, aha. Dann das nächste. Ich bin vom Land in die Stadt gefahren. Genau, oder gezogen. Dann das nächste. Sarah, mein Kind trägt einen blauen Pullover. Dann Sarifa schreibt hier, Kirche und Kirche haben die gleiche. Nein, Kirche ist für Religion und Kirche ist zum Essen. Aha. Das ist was ganz anderes, das ist ein Obst. Dann, das sind diese zwei kleinen. Normalerweise gibt es immer zwei. Dann Gülistan. Hier, ich gehe zum Arzt. Aha, ich komme vom Arzt und ich bin beim Arzt, vom Arzt. Dann Fatima, wenn meine Familie zufrieden sind, bin ich es auch. Aha, wenn meine Familie zufrieden ist, bin ich es auch. Die Familie ist Fatima. Dann kommt das nächste, IT-Informatiker, ich schreibe an die Tafel. Dann wo war? Deswegen haben wir morgen schon Feiertag. Aha. Dann Kasal, was ist das da? Ich be beweis es. Doch, jetzt zum Beispiel das nächste, Metcal. Ich gehe ins Café, ich bin im Café. Ich bin im Café, das Café im Café. Ich bin im Café, Metcal. Im Café, im Café. Das ist ein wichtiges Wort. Im Café. Dann Brajan schreibt hier. Ich habe einen Termin mit meiner Kollegin vereinbart. Dann Eleni, auf dem Weg nach Berlin fuhr er mit großer Geschwindigkeit. SCH. Da fehlt ein H, wer weiß. Dann Muffet. Die Straße, nee, ich überquere die Straße, nicht durchqueren, überqueren, überqueren. In dem Fall. Dann Ilias, ich gehe zum Arzt, weil ich Rückenschmerzen habe. Die Tafel wurde abgewischt, genau. Dann Issa schreibt hier, ich habe Macht, Balena. Das verstehe ich nicht. Das ist komisch. Dann kommt das nächste, Sari. Ich gehe zum Sport. Ich bin im Fitnessstudio. Ich komme vom Fitnessstudio, genau. Dann Seido, was bedeutet genau Anstoß? Also normalerweise stoßen ist so und Anstoß, einen Anstoß geben, das ist so wie etwas beginnen oder so, aber sag doch mal einen ganzen Satz, weil dieses Wort hat auch mehrere Bedeutungen. Aha, dann kommt das nächste. Bin im Kino. Ich bin im Kino. Ich bin im Kino. Dann wo war? Morgen beginnen schon alle einander zum kommenden neuen Jahr zu gratulieren. Ja, genau, richtig. Dann Agnes, Agnesa, hallo, Servus.
Dann das Flugzeug zog nach oben oder ja, stieg auf, zog nach oben, so, das da. Dann das nächste, ich sitze am Strand. Dann Wada schreibt hier, ich fahre morgen nicht zur Arbeit. Dann kommt der nächste, sorry. Ich gehe auf die Straße, ich bin auf der Straße. Dann kommt als nächstes Alireza. Warum haben Sie, was ist das da? Warum haben Sie Ihren Termin nicht wahrgenommen, dann Ijaz? Ich war sehr tief gegangen, um die Nachrichten im Fernsehen zu hören. Deswegen habe ich nicht rechtzeitig an Ihrem Unterricht teilnehmen können. Ach so, okay, alles gut, kein Problem. Dann kommt als nächstes Rafik. Gute Nacht zusammen, tschüss. Dann Anissa, hä, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Hier geht ein Deutschkurs ab. Dann Wakil schreibt hier, ich habe Kopfschmerzen. Dann Ali, ich komme aus einer kleinen Stadt. Dann Sari, was ist das da? Ich gehe zum Arzt, ich bin beim Arzt, ich komme vom Arzt. Vom Arzt, genau. Dann Sanel, ich fuhr mit dem Rad los, ich bin in 15 Minuten. Ich bin nach 15 Minuten in der Stadt angekommen. Ich fuhr mit dem Rad los und dann bin ich nach 15 Minuten in der Stadt angekommen. Dann, was bedeutet abheben? Abheben ist das Flugzeug so, wenn es nach oben geht. Dann, was ist das da? Ja, wird hier einem Deutsch beigebracht, Anissa. Ja, genau, das da. Dann IT-Informatiker, ich esse die Kirsche, nicht die Kirche, genau, richtig. Dann Kasal, dieser Typ von den Tieren werden durch die drastischen Klimawandel, diese Tierart, die Tierart, Tierart Kasal, die Tierart, die Tierart. Dann, was ist das hier? Als nächstes Gülistan, das ist der Kollege, mit dem ich arbeite, mit dem ich arbeite. Dann, ich gehe jetzt ins Bett oder ich bin jetzt im Bett, ich bin jetzt im Bett. Dann, auf dem Weg, der Wind brüllte, der Regen fällt, die Gläser ist aus. Ah, okay. Hey Leute, könnt ihr mal bitte ein Like machen? Das wäre super. Dann Gülistan. Das ist der Kollege, mit dem ich gerne arbeite. Das ist der Kollege, Komma, mit dem ich gerne arbeite. Dann sind wir beim nächsten hier. Was kommt jetzt? Moment, jetzt gebe ich euch mal nochmal den Link. Das ist nämlich auch immer ganz wichtig. Dann könnt ihr nachher nochmal ein bisschen üben. Moment, eine Sekunde. So, hier kommt nochmal der Link. Dann, so, dann hier, Alireza, Dankeschön und weiter. Ich gehe morgen zu meiner Freundin. Oder ich gehe morgen mit meiner Freundin spazieren. Dann viel Glück, meine Freunde. Immer fleißig die Hausaufgaben regelmäßig dabei haben. Ja, genau, richtig. Anissa, woher kommst du denn? Bist du aus Deutschland oder was? Dann ich warte auf dich an der Haltestelle von Bus 2. Dann sollen wir in den Bus 22 einsteigen. Dann kommt hier Kasal. Was ist das da? Ich bringe uns hier bei, dass man die Tische aus Holz machen kann. Ah, sie bringen uns hier bei, dass man die Tische aus Holz machen kann. Dann Geld auch abheben, oder? Ja, genau richtig. Abheben kann Flugzeug und man kann das Geld abheben. Genau, das da. Super, genau. Toll, Saido. Dann das nächste. IT-Informatiker, ich gehe in die Kirche. Genau, richtig. Super, dann das nächste. Hier auf dem Markt von Berlin blüht die Wirtschaft. Dann das nächste. Morgen ist der letzte Tag von 2020. Ja, dieses Jahr ist genug. Also, wenn es vorbei ist, ist es gut. Dann reicht schon wieder. Dann bla 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 bla. Dann Ali schreibt hier. Dann Metgel. Ich bin am Bahnhof. Ich gehe zum Bahnhof. Ich komme vom Bahnhof. Vom Bahnhof. Dann, sorry, ich bin im Auto und ich fahre mit dem Auto. Genau, ich bin in der Kirche. IT-Informatiker, super. Dann Gülistan, ich möchte ans Meer gehen. Dann Anissa schreibt hier, ich bin halb Italienerin, halb Spanierin und aufgewachsen in Deutschland. Ach so, okay, alles cool. Ja, willkommen hier. Aber ich glaube, das kannst du schon alles. Dann Wakil schreibt hier, ich habe Kopfschmerzen. Was, wo, doch, was?
Was ist denn das für ein Wort? Machen, die Tabletten nehmen. Wozu ich Tabletten nehme? Wozu, oder? Wozu? Wozu? Also das Wort war ja ein bisschen seltsam. Dann wozu? Dann wozu? Dann kommt Gökçe. Ich sehe meine Freundin, die mit ihrem Hund spazieren geht, immer wenn ich auf dem Weg bin oder wenn sie auf dem Weg ist. Wie kann ich das schreiben? Also ich sehe meine Freundin, die immer mit ihrem Hund spazieren geht, wenn ich auf dem Weg bin. Aha. Dann, oh mein Gott, lieber Lehrer, Sie sind echt super. Sie haben was? Und wir sind gesegnet. Dankeschön. Ja, Dankeschön, Hani. Auch. Dann das nächste. Dann, ich bin an der Ampel. Genau, dann kommt Sanel. Als ich ein Kind war, schob ich mein Rad auf die Straße. Aha. Stieg ein. Und stieg auf, oder? Also beim Fahrrad muss man doch aufsteigen. Ja, nach 10 Minuten fiel ich auf der, nee, fiel ich auf die Straße. Fiel ich auf die Straße. Dann, was ist das hier? Walking in Berlin. Ich gehe mit dem Chef sprechen. Genau, ich gehe mit dem Chef sprechen. Aha, ja, trotzdem, das ist interessant. Aha, alles gut, dann passt das ja. Dann Alireza, Dankeschön für die ganzen Likes. Ja, das ist auch total praktisch und nützlich, glaube ich, Agnessa. Dann das nächste ebenfalls, aha, Kasum. Dann kommt Sari. Ich gehe zur Arbeit und ich bin bei der Arbeit. Ich komme von der Arbeit. Dann Marcel. Hallo, Servus, hallo. Dann kommt der nächste Portugan. Auch Dankeschön. Oh, wir haben schon 190 Likes. Das ist ja super cool. Vielleicht kriegen wir doch noch die 200 zusammen. Dann Gülistan. Ich habe mit meiner Freundin auf der Straße, nee, ich bin meiner Freundin auf der Straße begegnet. Ja, dann hallo Theresa, morgen gehe ich zu meinen Eltern. Ja, dann kommt Ali, ich brauche eine halbe Stunde zur Arbeit. Ja, genau, dann, was ist das da? Mufasa, hallo, guten Tag. Dann Abend, genau, dann Theresa, hallo. Dann, was ist das da? Hier, Yusuf schreibt hier, heute habe ich mit dem Stapler einen LKW abgeladen. Einen LKW, einen LKW, einen LKW. Ha? Sind Sie ein Lehrer? Ja, ich bin Lehrer. Eigentlich. genau, einen LKW. Ja, also ich bin normalerweise ein Lehrer auch in der Schule. Und das hier ist eigentlich mein Hobby. Aber das ist ein lustiges Hobby und ein nützliches. Dann Saido. Ich wünsche euch allen für das neue Jahr, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Also ich wünsche euch allen, dass im neuen Jahr eure Wünsche in Erfüllung gehen. Dann Anessa, unsere Gruppe ist mit unserem Lehrer. Genau, an der Spitze ist cool. Oh, danke schön, Woba. Danke sehr. Dann das nächste. Ja, wir sind gut. Also wir sind spitze. Manche Sätze sind ein bisschen seltsam, aber wir sind richtig gut. Dann das nächste. Und wir werden immer besser. Dann Yusuf. Was ist das hier? Blabla. Dankeschön. Dann Sarah. Ich möchte die Prüfung im Februar machen. Kein Problem. Einfach versuchen. Dann geht's weiter. Ich finde das auch cool. Ich finde das auch richtig cool. Schön, dass Sie auch im Internet so preisgeben. Ja, das ist kein Problem. Das, Agnesa, das ist gar kein Problem. Das passt schon hier, das ist lustig. Dann das nächste. Ijaz schreibt hier, könnte man die indirekte Rede Konjunktiv 1 nutzen, wenn man spricht? Ja, kann man machen. Aber normalerweise Konjunktiv 1 ist für die schriftliche Sprache. Das ist nicht so mündlich. Okay? Kann man schon benutzen, aber klingt immer ein bisschen zu offiziell. Dann die Spitze, genau, richtig. Die Spitze. Dann Sanel, das ist die Spitze des Berges eigentlich. Dann, ich ging raus, um frische Luft zu atmen. Dann Kasal, beweis es, dass du ein Lehrer bist. Nee, Kasal, kannst du vergessen. Bitte sagen Sie einen Satz zwischen ich habe und was? Ich habe und habe ich. Ich habe Geld, kein Geld habe ich. So, na Art. Dann das nächste. Hallo aus Frankreich. Bonsoir. Dann das nächste. Gülistan. Sie müssen das neue, wir müssen das Jahr, neue Jahr zusammen feiern und chatten. Ja, ich versuche das mal morgen. Okay? Es ist nicht 100, 100, 100% sozusagen versprochen, aber fast. Wir können das machen, weil dieses Jahr ist so komisch, dann können wir auch zusammen chatten. Dann ich gehe zu meiner Mutter. Ja, oder ich begleite meine Mutter. Dann Simi. Ich und mein Vater vor. Champagner, Trüffel kaufen. Ah, haben vor, haben vor, haben vor.
Was ist das? Ach, ach, ach. Ja, genau, das nächste. Dann hier. Ich arbeite mit dem Laptop. Ich arbeite am Laptop. Mit dem oder am IT-Informatiker. Am oder sowas. Dann das nächste. Ich hoffe, morgen schneit es. Warum denn? Morgen, danke. Ja, genau. Dann Portugal. Sie sind sehr hilfreich. Vielen Dank und gute Nacht. Dankeschön, dann Sanel. Vorhanden sein ist wie Dasein, existieren, es gibt, okay? Dann das nächste, was? Ich bin gerade auch nicht in Deutschland. Ich sitze besser gesagt in den Staaten fest. Scheiße. Ich würde gerne nach Asien fahren und ich sitze hier fest. Dann das nächste. Morgen gibt es keine Lektion, oder? Doch, doch, Semi. Ja, morgen um 11 und wahrscheinlich morgen Abend auch. Ich denke ja. Schauen wir mal. Dieses Jahr ist so komisch, also können wir auch chatten an Silvester. Warum denn nicht? Dann unsere Fortschritte sind der beste Beweis, Kasali. Ja, genau. Würde ich nämlich auch mal sagen. Dann Arif schreibt hier, hallo, guten Abend. Dann Saido, man kann so sagen, es ist, man kann es so sagen, es ist immer was, es ist immer optimistisch unter allen Umständen. Genau, er ist immer optimistisch unter allen Umständen. Ja, genau, kann man so sagen, Saido, perfekt. Oder er bleibt immer optimistisch, kannst du auch sagen. Dann Sarah, ich gehe, Sari, ich gehe zum Supermarkt, ich bin im Supermarkt, ich komme aus dem Supermarkt. Super, dann morgen fahre ich nach München, aber ich habe keine Lust, mit dem Zug zu fahren. Naja, geht schon. Dann frohes neues Jahr, Dankeschön. Dann Yusuf, ich vermisse den Schnee, der kommt schon noch, keine Angst. Dann ich gehe morgen zur Firma zu Fuß. Ich gehe morgen zu Fuß zur Firma. Zu Fuß zur Firma. Hey, wir haben 200 Likes. So cool, 202. Dann das nächste, Agnese. Aber New York ist so schön. Ich möchte gar nicht wieder nach Hause. Ja, das kann ich mir vorstellen. New York war ich nur einmal. Die Stadt ist richtig, richtig cool. In welchem Stadtteil wohnst du denn, Agnese? Dann, er ist genügsam. Hä? Dann, wir wollen auf der Bahnhofstraße einkaufen gehen. Dann, Sari, ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Dann Walking in Berlin. Warum machen Sie dieses Livestream? Ja, einfach so, just for fun, Walking in Berlin. Warum nicht? Woher kommst du eigentlich? Dann das nächste. Ahmad schreibt hier, ich gehe zur Schule und ich komme von der Schule. Hä? Dann Yusuf schreibt hier. Was ist das da? Blablabla. Okay, das war irgendwie kurdisch, glaube ich. Dann das nächste. Kasane, dann sei sescht auf dem Balkon. Was? Sie sitzt, oder? Sie sitzt. Sie sitzt. Sie sitzt. Dann kommt der nächste. Sarah schreibt hier. Schönes neues Jahr, genau. Aber hey, das ist morgen neues Jahr. Noch nicht. Dann unser lieber Lehrer arbeitet bis zum ganzen Ende des Jahres. Ja, genau. Die ganze Zeit. Dann, Ali, nächstes Jahr machen wir irgendwann Urlaub. Dann, ich möchte gerne in den Sommerferien, wenn Corona vorbei ist, nach Paris fliegen. Aha. Dann, Blowan schreibt hier, hier, ich bin kein Dukaten. Oh nee, bitte keine solche Wörter benutzen, Blowan, sonst bist du draußen. Okay? Dann, Agnese, was? Das ist weg. Dann, Gökçe. Ich arbeite am Laptop, ich schreibe den Text. Aha. Dann, Erissa. Aha. Ja, ich weiß, genau, danke. Dann Agnese. Sorry, Staten Island. Ah, okay, weil ich war in, wie heißt das? In Queens. Ich habe da irgendwelche Leute besucht und dann Manhattan und so. Und ah, cool. Aber trotzdem gut. Passt doch. Super. Dann Mufasa schreibt hier, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich mag Deutsch sprechen. Ja, kein Problem. Dann mach mal mit uns mit. Dann kommt das nächste, Kickel. Ich habe heute meine Nachbarn eine Glückwunsch-Schokolade gekauft. Was ist das da? Ein Glücksschwein-Schokolade. Ah, eine Glücksschwein-Schokolade. Also so ein kleines Glücksschweinchen, oder? Ein kleines Glücksschweinchen. Oh, das ist sehr süß. Dann Sari, ich sitze am Fenster. Ich sitze mit I, sitze, sitze. Dann, ich bin kein. Ja, und jetzt bist du draußen. Ich hab's dir gesagt. Will ich nicht hier. Weg. Dann, das bringt Unglück, wenn jemand zum neuen Jahr im Voraus gratuliert. Ja, das glaube ich auch. Dann, oh schön, ja genau. Dann, Ali schreibt hier, ich bin in die Schule gegangen, ich half
einem großen Mann. Aha, genau. Okay, was ist das? Dann gehört es dann, ich bin in der Küche, ich suche etwas zu essen. Aha. Dann kommt die nächste Fatima. Sie erklären sehr gut, ich bin Ihnen, ich danke Ihnen. Aha. Ich danke Ihnen. Super, danke, Fatima. Dann das nächste. Ich mache das Fenster auf und ich sehe mich im Fenster. Oder ich stehe am Fenster, oder ich sehe mich im Fenster oder ich stehe am Fenster. Dann Hani. Dann, wie viele Länder haben Sie bereits bis? Oh, ich glaube 40 oder 50, Hani. Viele, 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 glaube ich. Dann guten Abend, Herr Professor. Ich wünsche allen Menschen ein schönes neues Jahr. Danke, Mahmoud. Mohammed, danke schön. Und Mustafa ist auch da. Hallo. Ich bin neu. Das ist super. Dann Linto. Hallo. Ich bin zu Hause. Ich gehe nach Hause. Hause schreibst du so, Linto. Hause musst du so schreiben. Hause. Hause. Nicht OU, sondern AU. Ich sitze jetzt im Sofa oder auf dem Sofa, sagt man doch. Rashant, auf dem Sofa, nicht am Sofa, auf dem Sofa. Dann kommt der nächste, Wessner. Ich bin beim Arzt, dann Saido. Sie sehen toll unter den Umständen aus. Dankeschön. Das nächste. Ciao, Leute. Hallo, Servus, Multikulti. Und Erdana ist auch da. Hallo. Und Agnessa, was? 40. Was 40? Was ist 40? Dann das nächste. Suat, jetzt kannst du bitte meinen Kollegen helfen. Warum schreibt man hier meinen statt meinen was? Eine Person hier. Was ist denn das, Suat? Ich habe gar nicht verstanden. Deine Frage ist ein bisschen komisch. Dann Ali schreibt hier. Ich wünsche ein tolles neues Jahr und ich hoffe, dass nächstes Jahr Corona weg ist. Ja, das hoffe ich aber auch mal. Dann Kasal, bei uns sagt man über das kommende Jahr neues Jahr, genau. Aha, man sagt Neujahr. Dann Sanel, ich betreibe etwas Leckeres zum Mittagessen vor. Nein, 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 ich bereite etwas Leckeres zum Mittagessen vor. Dann ich würde gern im Zürichsee baden. Ja, nächstes Jahr wieder. Dann, ich war vielleicht in 15 Ländern. Ja, ich war echt in vielen, 40 oder so, vielleicht auch mehr, keine Ahnung. So in ganz Europa und in Asien ein bisschen und in Amerika ein bisschen und so weiter. Dann danke für Ihre Hilfe und Mühe. Und ich war auch in vielen Ländern schon ganz, ganz oft. Ich glaube, ich war 20 Mal in China oder so oder noch öfter. Keine Ahnung, 50 Mal in Italien oder so. Also wirklich oft. Dann Mohammed, ich gehe zum Mediamarkt. Ich bin beim Mediamarkt. Dann Gülistan, ich wünsche allen Leuten im neuen Jahr viel Gesundheit. Dann Sari, tschüss, bis morgen. Ich muss meine Kinder zu Bett bringen. Genau, dann kommt der nächste. Was ist das da? Brashant, ich bin in der Küche. Jetzt bereite ich eine Tasse Kaffee vor. Ja, wow, ja, wirklich, wirklich, ist echt so. Dann, Marcel, ich sitze auf dem Stuhl. Aha. Dann, ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann, hello. Dann, IT-Informatiker, ich mache das Fenster auf und ich sitze am Fenster, ich stehe am Fenster. Aha. Ich sitze am Fenster, ich setze mich ans Fenster, ich sitze am Fenster. Da kommt morgen ein Video zu diesem Thema, genau dieses Thema. Dann, ich gehe zum Bahnhof. Dann mir ist langweilig, dass ich Urlaub machen möchte, aber es geht leider nicht. Ja, genau, ich möchte Urlaub machen, aber das geht leider nicht. Aha, dann kommt der nächste. Ich blieb einen ganzen Monat auf der Insel Logini. Aha, genau. Dann das nächste. Ich will eine Katze haben. Dann Bartek. Wenn ich sage, dieser Tag lässt sich gut an, heißt, man versteht darunter, dass der Tag wohl gut sein wird, ja, oder schon mal gut anfängt. Er lässt sich gut an, heißt so, er fängt schon mal gut an. Dann Gökçe, das Bild hängt an der Wand. Ich hänge das Bild an die Wand, genau. Dann Yusuf, was ist Physik? Ey, was sind das schon wieder? Hier, einen schönen guten Abend. Hallo, Lina. Dann das nächste. Am Freitag habe ich Geburtstag, ich lade euch ein. Aha, dann kommt der nächste. Au, ai, i, was? Dann
Was ist das? Ich habe viel Arbeit gehabt. Aha. Dann kommt das nächste. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Dann ich liebe einen Mann, der in Deutschland lebt. Aha. Genau. Dann geht's weiter. Ich gehe ins Bett. Aha. Dann 206 Likes. Ja, genau. Voll cool. Vielleicht kriegen wir ja noch mehr. Das wäre ja super. Dann ich zweifle an etwas. Genau. Dann Theresa. Ich wünsche gerne gesund zu bleiben. Aha. Oder ich würde gerne gesund bleiben. Dann Kamal, hallo, Servus und LD. Gehe bitte geradeaus und dann gehe über die Kreuzung nach rechts. In der Nähe, in der Kirche, ist mein Haus. PS, nur ein Satz. Okay, alles gut. Gut. Kein Problem. Da, alles gut. Dann ich lege die Sachen in den Schrank. Aha, dann das nächste. Ich war bis jetzt in Capri, New York, Bodrum, Paris, Rom, Miami. Manchester, Brighton, Chicago, das war's. Oh ja, ich war in ganz vielen Ländern. Du musst viel, viel reisen, Agnes. Mach das Maximum, was geht. Einfach viel, 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 egal wohin. Alles ist gut. Dann, ich verzichte auf Zigaretten. Dann, ich habe auch in China gewohnt und in Frankreich und in Italien und das ist sehr wichtig. Okay. Dann, man lernt immer coole neue Leute kennen. Dann, was machen Sachen? Was machen Sachen? Dann das nächste, was ist los? Okay, dann hier geht's weiter. Lina, ich habe heute keine Fragen zu stellen. Okay, schade, aber macht nichts. Dann kannst du mal zu und in und nach üben, Lina. Dann geht's weiter. Gökçe, super. Ja. Dann das nächste. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Tschüss. Dann kommt der nächste. Mohammed schreibt hier. Wann macht die Bank auf? Oder wann öffnet die Bank? Wann macht die Bank auf, Mohammed? Wann macht die Bank auf? Aufmachen. Aha, dann, was ist das hier gerade gewesen, Sarah? Meine Nachbarn haben Geburtstag, aha, aber leider wegen Corona können sie jetzt nicht feiern. Ja, schade, aber kann man bald wieder. Dann Yusuf, ich baue die Wand im Garten auf. Aha, dann Gülistan. Ich bereue meinen Fehler. Dann Jan schreibt hier, ich gehe in die Schweiz, genau, oder ich fahre in die Schweiz. Dann am Nachmittag blieb ich im Bett. Dann kommt Mariam, ich hoffe, dass Sie da sind. Dann Agnesa, ich werde es versuchen, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir, ich bin 18. Ja klar, Agnesa, mit 18 war ich auch noch nicht überall. Ich bin schon ein bisschen älter. Da gibt es schon noch viel Zeit. Dann, ich fahre mal nach Südostasien, das ist sehr lustig. Und Mexiko ist auch gut. Albanien ist lustig, Türkei ist witzig. Also gibt es viele, viele lustige Länder, wo man hinfahren kann. Portugal ist auch cool. Dann, ich würde mir wünschen, perfekt Deutsch reden zu können. Ach, wie toll wäre das? Ja, Ali, das kommt schon, kein Problem. Dann, Anti-Informatiker, dann, was würden Sie uns empfehlen, welches Land zu besuchen? Zuerst mal Italien. Das ist immer das Beste. Essen gut, Leute nett, Strand schön. Italien ist das Beste. Dann das nächste, also mein Lieblingsland. Dann, ja, das ist sehr gut. Ja, genau. Dann, ich war einmal in New York. Es war so schön. Ja, New York ist auch cool. Dann, ich gehe zur Schule, obwohl ich krank bin. Also, ich gehe zur Schule gehen. Ja, zur Schule gehen. Zur Schule. Zur Schule. Zur Schule. Dann das nächste. Ups, dann kommt das nächste. Hier, Elias schreibt hier: Heute Morgen war ich auf der Bank. Ja? Dann, okay, mal, ich will Englisch lernen. Aha. Aber nicht hier. Dann, ich bewege mich jetzt aufs Bett. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Tschüss, Bartek, gute Nacht. Dann Agosto schreibt hier: Hallo, hallo. Ich bin morgen krank, krank ohne E. Dann, Agosto ist auch neu, oder? Dann Erissa, was Bella Italia, ja genau, richtig. Dann Teresa, ich wohne auf einer schönen Insel und das Meer ist wunderschön. Cool, was für eine Insel ist denn das? Dann Vesna, meine Freundin lebt am Meer. Cool. Dann Jan, ich gehe zum Arzt. Dann Agnesa, Asien gefällt mir nicht. Ah, nein, das ist alles ist gut. Dann ich würde gerne mal nach Hawaii oder nach Kuba fahren. Das ist so schön dort. Ja, das ist auch gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Gibt's nicht schlecht. Alles ist gut.
dann ich gehe zum Arzt. Was bedeutet insofern? Bitte ein Beispiel. Boah, was fällt mir jetzt mit insofern ein? Insofern kann ich das nicht machen. Ist wie auf diese Art, auf diese Art, auf diese Weise. Aber da fällt mir jetzt ehrlich gesagt wirklich kein gutes Beispiel ein mit insofern. Dann, wem fällt ein gutes Beispiel mit insofern ein? Borgojata oder so? Oder Agnesa kann bestimmt auch eins sagen. Dann das nächste ist dann, ich war oft in Turin, vielmals oder oft. Dann ich gehe ab, okay. Dann Erdana schreibt hier. Dann was ist das da? Strafto, okay, alles gut. Dann das nächste, Josef. War ich letzten Monat in New York, aber ein Klamottengeschäft. In New York. Ja, genau. Dann ich gehe, was ist das hier? Sanel, ich habe eine Freundin in Turin gehabt. Cool. Ja, gut, Sanel, so macht man das. Dann ich habe nach dir gefragt, woher du kommst. Ich habe gefragt, woher du kommst. Hallo, Sandra, guten Abend. Wie geht's? Dann Metgel schreibt hier, ich gehe zum Arzt, ich bin beim Arzt. Dann Yusuf, ich, okay. Dann kommt das nächste, Agosto, ich möchte neues Jahr. Also ich möchte im neuen Jahr nach Spanien fahren oder so etwas. Dann kommt der nächste. Jetzt bin ich zu Hause. Dann kommt Musa. Insofern kann ich kann nicht mit dir einverstanden sein. Insofern kann ich mit dir einverstanden sein. Erisa, was ist das da? Dann das nächste, Marcel. Mein Bruder lebt in der Nähe der Donau. Lebt in der Nähe der Donau. Dann Ali, meine Eltern wohnen in Hamburg. Meine Eltern wohnen in Hamburg. Aha, meine Eltern wohnen in Hamburg. Insofern ist deshalb, ja, ich muss mir irgendwas Gutes einfallen lassen, aber mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch kein gescheites Beispiel zu insofern ein. Insofern muss ich mir was überlegen. Dann könnten Sie sehr gut Englisch. Aha, oder. Ja, Englisch, Französisch, Italienisch, bisschen Spanisch, aber nicht so gut. Dann Sandra, hallo. Genau, dann, was ist das hier? Hallo Lehrer, alles gut bei dir? Ja, alles super. Und ja, ein bisschen Portugiesisch, ein bisschen Chinesisch, aber das lernt man schon alles mit der Zeit, wenn man viel Urlaub macht, bisschen Khmer. Dann, ich war zur fraglichen Zeit verreist. Ich komme insofern. Komme ich nicht als Täter in Betracht? Insofern kommt er nicht als Täter in Betracht. Oh, Multikulti, das ist super. Er war zur fraglichen Zeit verreist. Er kommt insofern nicht als Täter in Betracht. Oder insofern kommt er nicht als Täter in Betracht. Super, Multikulti, das ist der perfekte Beispielsatz. Ja, dann Alex, nächsten Sommer machen wir gemeinsam Urlaub auf Mallorca, zum Beispiel. Dann ich gehe schlafen, gute Nacht, danke. Ja, Süditalien wahrscheinlich. Dann das nächste. Hier, Lina, er kennt sich hier in der Stadt aus. Dann Wessner. Jetzt bin ich im Haus. Aha, oder jetzt bin ich zu Hause. Dann kommt Margoschata. Insofern sind wir einverstanden, dass man hier kein Englisch lernen darf. Das Doppel-S. Perfekter Satz, perfekter Satz. Erisa, was ist denn das da? Insofern hatte sie ganz recht. Ja, genau. Aha. Auf diese Art hatte sie ganz recht. Aha. Dann ich gehe zum Arzt, ich bin beim Arzt, ich komme vom Arzt. Dann muss, was ist das Gegenteil von insofern? Das hat kein Gegenteil. Das insofern ist ja eine Konjunktion. Auf diese Weise hat ja auch kein Gegenteil. Das geht nicht. Dann, dass sie uns Deutsch beigebracht haben, Mariam. Ja, kein Problem, Mariam. Alles gut. Ich mache das gerne. Dann Privet, ja, dann das ist Hallo, oder? Was geht? Dann was bedeutet das? Keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist ein Hallo, glaube ich. Dann Walking in Berlin. Was ich blockiere, Erisa. Nein, Erisa ist sympathisch, die kann man nicht blockieren. Dann Herr Alex, was bedeutet insofern? Oh, schon wieder. Auf diese Art, auf diese Art. So, wieso, Lina? So ungefähr. Ich bin in der Stadt. Ich bin in der Stadt.
Dann, was ist das? Nein, das ist alles gut, Erisa, kein Problem. Dann das nächste. Meine Liebe, schreibt hier, lieber Lehrer, ich habe die Grammatik-Wörter-Problem. Ich habe, da können Sie mir einen Tipp geben. Oh, üben, üben, üben. Du kannst zum Beispiel hier diese Seite benutzen und du kannst gelegentlich mal eine Übung machen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Dann hier, beeindrucken ist beeinflussen. Nein, beeindrucken ist impress. So, wow. Und beeinflussen ist, du machst, dass jemand das Gleiche wie du macht. Okay? Dann Saba schreibt hier, ich gehe zur Freundin. Dann Bartel, hallo, ich wollte morgen feiern, ja, aber verboten. Dann von diesem Sinn auf diese Weise, insofern habe ich recht. Aha. In diesem Sinn, auf diese Weise. Aha. In diesem Sinn auf die Sehweise. Dann insofern hat er recht. Dann hallo, einen schönen guten Abend. Hallo. Und Emir ist auch da. Hallo. Ich gehe zur Tante. Dann kommt das nächste. Augusto, ich habe nicht verstanden Deutsch. Ich verstehe kein Deutsch. Ja, du musst mit uns üben. Was sprichst du denn, Augusto? Was ist denn deine Sprache? Dann, what's your language, Augusto? German, English, French, Italian, what do you speak? Dann Erisa, es reicht, ja genau, es reicht. Dann ich gehe ins Kino. Ich lebe in der Stadt. Dann ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aha, jetzt mache ich mich auf die Socken und ich gehe ins Bett. Tschüss, bis morgen, Servus, ciao, ciao, IT-Informatiker, gute Nacht, bis nächstes Mal, bis morgen, dann besten Dank. Aha, dann was bedeutet Einschränkung, so wie Grenzen machen. Dann, ich lebe in der Stadt. Oh, das ist gut. Dann, Theresa schreibt hier, in wenigen Minuten habe ich einen Kurs beginnen aus einem anderen Land. Ah, in wenigen Minuten beginnt ein Kurs aus einem anderen Land. Echt? Dann das nächste, Abdul. Können Sie mir einen Rat geben, wie man schnell Deutsch lernt? Kontakt machen, Abdul, das ist das Beste. Ist im Moment kompliziert, aber das ist das Einfachste. Dann insofern, insofern es seine Zeit erlaubt, wird er kommen. Genau richtig. Also insofern es meine Zeit morgen erlaubt, werden wir einen Chat machen. Dann gestern ging ich in den Laden, um das Brot zu kaufen, aber ich denke ja. Hallo Musa, Verschränkung, also verschränken ist so, einschränken ist wie eine Grenze machen, Limitation. Dann Marcel, danke, genau, dann kommt das nächste, Sherda schreibt hier, ja, neue Freunde gefunden alle hier, das ist ja richtig cool. Dann ich bedanke mich im Voraus, im Voraus, im Voraus, Sherda, im Voraus, im Voraus. Aha. Im Voraus, im Voraus. Ja? Dann die Natur hat ihn beeindruckt. Der Coronavirus hat ihn beeinflusst. Ja, genau. Ja, super, super, Saido. Das ist perfekt. Dann, ich wohne in Bremen. Ah, okay. Augusto wohnt in Bremen. Was sprichst du, Augusto? Was ist deine Sprache? Deutsch oder Englisch oder Französisch? Was sprichst du? Insofern er das versteht, wird er glücklich. Dann kommt das nächste. Aus die Maus, ich gehe raus und gib mir ein Like und dann raus. Dann das Brot ist verwässert, oder feucht, kannst du auch sagen. Dann Augusto schreibt hier, ich möchte gerne Deutsch lernen. Willkommen, Augusto, willkommen, welcome. Dann, hallo Leonardo, wie geht's? Was? Hallo, ich war gestern 1 Kilo leichter. Du bist immer noch wach, es ist 11:30, hallo. Dann, ich denke, das ist Take 5. Okay, das ist eher nicht nur Take 5, das ist Take ganz viele. Dann Familie Dill, das ist auch da. Hallo, ich wohne in Plettenberg, mein bester Lehrer. Hallo, hallo. Dann mein Kurs kommt aus Chile. Ah, okay, Teresa, sehr gut. Aha. Dann LD, gehe bitte geradeaus, dann gehe an der Kreuzung nach rechts gegenüber der Kirche. In der Münchstraße ist mein Haus. Ja, PS, nur ein Satz. Ja, super, LD. Ganz perfekt. Ja, ganz gut. Aber das war vorhin auch schon gut. Dann ich bot ihre Blabla an. Ja, dann Hi, Servus. Das war Amman gerade. Dann kommt es weiter. Sarah, danke Ihnen viel. Ich danke Ihnen sehr. Danke, sehr. Danke, sehr. Ja, dann Metgel.
Ich bin zu Hause, ich bin im Internet, ich bin im Internat, oder? Ich lerne Deutsch, ich bin im Internet, denke ich mal, oder? Dann, genau, ein Like passt schon, genau, dann alles gut. Super, Margot, dann das nächste. Hier, ich bedanke mich für Ihre Hilfe, genau. Dann Anna, hallo Anna, wie geht's? Dann, ich bin heute spät gekommen, weil ich nicht weiß, wann der Kurs beginnt. Also normalerweise immer abends um 21:30 Uhr. Das macht nichts, Anna, aber das ist ungefähr die Uhrzeit. Ja, jetzt ist es ein bisschen spät, aber macht ja nichts. Dann, ich mag sehr gerne Deutsch lernen. Genau, ich lerne sehr gerne Deutsch. Ich lerne sehr gerne Deutsch. Na, dann gleich mache ich noch mal mehr. Ja, kein Problem, alles gut. Wir haben schon 223, das ist sehr cool. Dann, vielleicht schaffen wir 300, ich glaube nicht, aber warum nicht? Könnt ihr mal ein Like machen, wer Lust hat? Dann gleich mache ich noch mehr, genau. Dann, Hani, das ist insofern interessant. Oh, als ich ein billiges Kleid hatte und man nicht, und man es nicht umtauschen konnte. Ah, Hosch Geldin ist willkommen. Und Hosch Geldin ist für viele Leute, oder? Das kenne ich auch, das steht irgendwie immer auch, so am Boden, am Eingang, oder? Dann, wenn ich das Wort nicht verstehe, schweige ich ohne also, schweige ich. Ha? Okay, alles gut, Anna, alles super. Dann jetzt schlafe ich zu Hause. Ha? Jetzt schlafe ich zu Hause. Dann da Habo schreibt hier, ich bin mit Stra, okay, in der Straßenbahn vielleicht, dann Wessner. Der Apfel fällt ihm auf den Kopf. Kann passieren. Dann ist schlecht, aber passiert. Dann hallo, ein Like nach oben gemacht. Genau, dann geht's weiter. Meskel schreibt hier: Meine Schwester wohnt im Dorf. Genau, dann Güler, hallo, Servus. Dann kommt der nächste. Augusto, gute Nacht, bis morgen, bis morgen, bis morgen, bis morgen. Tschüss, Augusto. Dann Durata, 225, 226. Dann Boba, Vesna, Archimed, was ist das da? Archimed, was? Ich verstehe nicht. Dann, ich habe schon ein Like gemacht. Diejenigen, die Englisch sprechen möchten, müssen an einem Englischkurs teilnehmen. Das ist nur ein Satz. Ja, genau. Kein Ratschlag. Ja, genau. Ein bisschen Englisch geht schon, aber nicht die ganze Zeit. Dann, ich bin Mehtap. Bitte lernen Sie Deutsch. Ach so, ja, okay. Natürlich. Mit mir. Also, Also, ich lerne im Internet Deutsch. Sehr gut. Dann, ich komme aus der Türkei. Dann mein Handy liegt auf dem Tisch. Dann, Anna, können Sie mir bitte sagen, was sprachlos bedeutet? Anna, das da speechless. Also du kannst nichts sagen. Dann ich wohne seit 9 Jahren in der Schweiz. Aha. Dann kommt Ali, guten Abend oder gute Nacht. Dann Margojata, was ist denn das da? Ihr, er 225, jetzt 227. Dann Walking in Berlin. Was machen Sie hier? Das habe ich nicht verstanden. Korrigieren Sie Sätze? Ja, wir korrigieren Sätze. Wir verbessern das Deutsch der Leute. Und wir haben immer ein anderes Thema, Walking in Berlin. Aha. Dann Saido, danke für Ihre Hilfe und für Ihre Mühe. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao. Bis morgen, Saido. Bis morgen. Morgen 11. Dann geht's weiter. Sanel, ich habe oft das Gefühl, wie am Anfang des Lernens zu sein, trotzdem geht es langsam. Ja, das wird immer besser, Sanel, das wird immer, immer besser. Dann, ich denke, meine Familie wohnt in Mexiko. Wohnt in Mexiko. Dann kommt als nächstes hier Boba. Der Apfel ist ihm auf den Kopf gefallen. Dann Erisa spielt hier im Chat. Ja, genau, aber das macht nichts. Dann Meraul schreibt hier, ich wollte mich nicht mit meinen Eltern streiten, also schwieg ich. Ja, dann Musa schreibt hier, insofern kann ich ihm gut helfen. Genau, richtig. Ja, das ist super. Ja? Das ist super, Musa. Sehr gut. Ja. Dann, aha, Dankeschön. Dann kommt hier als nächstes LD. Ich finde es immer noch schwierig, eine Wegbeschreibung zu geben oder abzugeben. Macht nichts, LD. Du kannst noch eine machen, wenn du willst. Mach noch eine zweite. Zum Beispiel von dir zu Hause zum Bahnhof oder so.
da, falls du einen Bahnhof hast, dann Saido. Was genau bedeutet selbstlos? Also du machst alles, aber nicht für dich, Saido. Du machst alles, aber nicht immer für dich. Dann Emir kommt hier. Hier, ich würde gerne noch bleiben, aber es ist spät geworden und sind Sie morgen wieder da? Ja, morgen um 11 und morgen um 21:30 Uhr. Also zweimal im Jahr. Kein Problem. Dann geht's weiter, Anissa. Erisa, du bist auf der. Nein, das ist normal. Erisa ist noch ein bisschen jünger, oder? Erisa, wie alt bist du eigentlich? Dann. Iranerin, sehr liebe Deutschland. Ah, ich bin Iranerin und ich liebe sehr Deutschland. Ja, Seema, ich auch. Ja, dann das nächste. Unser schafft allen zu folgen. Ja, fast allen. Nicht ganz, aber fast normal. Also dann Anna. Aus der Tasche wurde ihm Geld entwendet. Ja, dann ich bin am Tisch. Genau. Dann was geht, Walla? Was bist du voll hübsch? Dankeschön. Wie heißt du denn? Dann das nächste, Vesna. Das archimedische Prinzip ist das von über 2000 Jahren lernenden griechischen Gelehrten Archimedes begonnen. Oh, cool. Dankeschön. Das ist cool. Dann das nächste, Saba schreibt hier Hallo. Und Hani, Erisa ist nett, insofern sie damit aufhört. Nein, Erisa ist immer nett. Dann das nächste. Hier, wir treffen uns im Café. Dann schreibt hier als nächstes Yusuf. Ich wollte einen Bauernhof haben, weil ich Tiere mag. Okay? Dann, was ist denn das da? Dann Dorata. Es scheint ein frischer Regen im Chat zu sein. Hä? Ein Regen oder eine frische Bewegung, oder? Dann wow. Um 11 habe ich frei. Ja, genau, dann das nächste. Danke, bis dann. Dann, was bedeutet, es lohnt sich? Also, it pays out. So, es ist gut für dich. Es macht Sinn. Es macht Profit. Dann, Bayan. Erissa, was machst du? Genau, sie spielt. Dann, okay. Morgen bin ich da. Kein Problem, Marcel. Alles gut. Dann, guten Abend. Dann, Anissa. Leute, seid nett zueinander. Dann, ich wünsche einen schönen Abend. Dann, Anna, können wir sagen, was insofern bedeutet? Insofern ist allen zu folgen. Ja, ich kann alles korrigieren. Ich kann alles sehen. Ich kann alles lesen. Dann, Meske schreibt hier, vielleicht ist sie ein Kind. Ja, das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Dann, wo war Vesna, genau. Dann, Mariam, sehr gut. Aha. Dann, Meral schreibt hier, wenn ich das verwöhne, kann ich weiter unternehmen, kann ich es weiter unternehmen oder kann ich es weitermachen? Dann, ich habe was verpasst, habe ich gerade noch was gegessen? Ah, okay. Fabian, kein Problem. Habe ich was verpasst? Ich habe gerade noch was gegessen. Kein Problem, alles gut. Dann, wir machen immer das gleiche Thema. Dann heute werden wir einen Brief schreiben. Aha, dann kommt Wessner. Am Anfang mussten wir sprechen lernen. Mussten wir sprechen lernen. Ohne zu, Wessner. Zu muss weg. Dann Theresa, danke schön. Danke schön für Ihre Hilfe. Sie sind ein guter Lehrer. Danke schön, Theresa. Dann bis nächstes Mal. Es regnet etwas. Vom Erisa. Dann, ich glaube, 8 Jahre. Keine Ahnung. Hallo Nurcan, guten Abend. Hallo, wie geht's? Dann das nächste. Yusuf, mein kleiner Bruder, macht das für Erisa. Dann das nächste. Vielleicht ist sie einsam und sucht Aufmerksamkeit. Aha, danke schön. Ja, das kann passieren. Keine Ahnung. Dann Marcel, ich gehe nicht, ich bleibe. Dann muss er. Wann machen wir Mathematikunterricht? Mathematik ist mein Hobby, deswegen. Ich bin schlecht in Mathematik, muss er. Frag mich nicht. Das ist nicht meine Spezialität. Dann, ich danke, ich 2 Jahre alt, Fabian. Kann ich auch mit Ihnen telefonieren? Dann, Dorata, das ist ein Kind. Das macht nichts. Dann, Kekel. Seit ich in Deutschland bin, mit S, seit ich in Deutschland bin, fahre ich mit dem Zug oder mit dem Bus. Ich bin hilflos. Dann, Wessner, unser Lehrer hat keinen Urlaub. Vielen Dank. Was? Ja, doch, hat keinen Urlaub. Doch, hat er schon, aber nicht jetzt. Jetzt kannst du sowieso keinen guten Urlaub machen. Das ist doch wurscht, Wessner. Jetzt üben wir hier. Dann kann ich mit euch telefonieren. Wann? Mit wem willst du denn telefonieren? Mit mir oder was? Dann, ich muss ja immer arbeiten.
Elisa, wenn ich nicht Deutsch lernen will, no, ja, passt schon, nicht so schlimm. Dann Mohammed, ich suche im Internet. Ich suche im Internet. Walking in Berlin. Ich kann sehr gut Mathe. Oh, cool. Dann hast du ja hier vielleicht ein paar Leute, die sich für dein Mathe interessieren. Hast du einen Kanal Walking in Berlin oder hast du das nicht? Dann kommt der nächste. Dorata schreibt hier. Ich weiß, ich meinte das nicht schlecht. Dann Saba schreibt hier. Ich bin beim Schwimmen. Schwimmen, großes S bitte, Saba. Großes S beim Schwimmen. Zum Schwimmen. Immer großer Buchstabe. Dann Basir. Wegen des Regens ist die Straße sehr gefährlich. Dann können Sie Ihre Nummer geben. Irgendwann mal. Dann das nächste. Alle hier sind aus dem Nahen Osten. Manche, nicht alle. Nein, nein, nein. Walking in Berlin. Woher kommst du denn? Dann leider muss ich gehen, weil ich in wenigen Minuten beginne. Tschüss, Theresa. Dann viele Grüße. Bis nächstes Mal. Dann ich gehe zum Schwimmen. Großes S, aber großes S. Dann Agnesa. Was? Ich bin eine Niete in Mathe. Ja, ich bin keine krasse Niete, aber ich bin nicht wirklich gut, sagen wir es mal so. Dann ich gehe mit, nee, ich gehe zu Fuß. Ich gehe zu Fuß, zu Fuß, zu Fuß. Ja, dann Ehsan, hallo, guten Abend. Dann Semir schreibt hier, ich bin schlecht mit Grammatik oder ich bin schlecht in Grammatik. Dann, was ist das da? Anna schreibt hier. Herr Alex, wenn er ist, ja, das macht nichts, das ist kein Problem. Dann Bessner schreibt hier heute, Anna, das ist kein Problem. Dann heute Abend trinken Sie Kaffee. Doch, 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 ich trinke heute Kaffee, aber der ist jetzt total kalt geworden. Ich habe gerade getrunken und der war voll eklig. Dann das nächste aus London. Ah, du kommst aus London, cool. Warum kannst du so gut Deutsch? Dann ich habe Sie als frischen Regen bezeichnet. Oh, das ist nicht mich als Regen. Oh, das ist aber cool. Dankeschön. Dann können Sie mal Ihre Nummer geben. Ja, aber nicht online. Sonst ruft mich ja jeder hier an. Das geht ja gar nicht. Dann hallo, Rajant. Guten Abend. Dann welches Lexikon ist am besten für Deutsch-Englisch? Ich benutze mal Leo. Leo.de ist ganz gut. Für Deutsch-Englisch, Deutsch-Italienisch, auch Englisch-Spanisch. Ijaz, das ist ganz gut. Das ist online. Und du sagst das Lexikon. Lexikon. Also das benutze ich normalerweise meistens. Dann hier, ich komme aus dem Iran. Das ist Mariam. Eben an Jemen. Hallo, Servus, guten Abend. Und Anissa, mein Abitur ist noch nicht, aber ich habe es mit Glück geschafft. Ah, genau. Ja, genau. Ich habe es mit Glück geschafft. Ja, du schaffst es schon. Kein Problem, Agnes. Ich habe auch das Abitur geschafft. Jeder schafft das Abitur. Kein Problem. Das Plusquamperfekt ist sehr wichtig. Aha. Nein, nicht so. Also, wenn du gut schreiben willst, ja, aber sonst nicht. Dann die Tasche liegt auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Dann Emel, hallo, Servus. Dann, was, Walking Berlin? Das ist toll. Ich komme auch nicht aus Deutschland. Ah, okay. Super. Dann Hani. 238, jetzt sind es 238. Dankeschön allerseits. Hey, könnt ihr mal ein Like machen? Dann kommt der nächste Basier. Alle Schulen sind geöffnet, obwohl Corona-Fälle sehr hoch sind. Echt? Nö, die sind alle zu, glaube ich. Dann Erisa ist nett. Aha, genau, weiß ich. Dann das nächste Dorata. Schreibt hier, Sie sind immer ein frischer Regen. Aha, ist doch klar. Danke sehr. Dann heute habe ich so Erisa bezeichnet. Genau, richtig. Dann, ich habe schon die B2 bestanden, aber ich kann nicht fließend sprechen. Daher bin ich hier. Aber ich lerne in Berlin. Ah, und deswegen der Name. Ich arbeite hier auf Deutsch. Okay, ah, alles gut. Also das heißt, du kommst aus London, aber du wohnst in Berlin. Jetzt habe ich es verstanden. Dann kann ich bitte, was können Sie bitte mit der Grammatik helfen? Ja, das machen wir immer, Semir. Also einfach kommt zu uns und das geht immer hier. Dann ich werde gut Deutsch sprechen, genau. Dann kommt als nächstes Bessner. Zu Beginn muss man viele unbekannte Wörter lernen. Dann kommt als nächstes Gökçe. Als ich im Gymnasium war, mochte ich Mathematikunterricht nicht. Aha. Hallo David oder David. Guten Abend aus Bochum.
Hallo, hallo. Dann das nächste. Erisa. Was? Erisa sieht schön, ist schon im Bett. Okay, vielleicht. Dann Herr Alex. Ich kann auch aufm sagen. Ja, aber das klingt nicht so toll. Also aufm klingt nicht so toll. Man sagt normalerweise auf dem. Kamal schreibt hier. Aus welchem Land kommen Sie? Ich aus Deutschland. Dann das nächste. Sie sind vergeben oder verheiratet? Privat. Dann das nächste, Songül. Hier, Queen Bilato. Guten Abend, Herr Alex. Servus, Queen Bilato. Hallo, hallo. Bei Sie. Man soll jeden Tag 8 Stunden schlafen. Ja, genau. Dann Meskel schreibt hier, ich lerne Deutsch. Aha, danke schön. Kein Problem. So, jetzt gebe ich euch nochmal den Link. Also hier gibt es viele Grammatikübungen. Da könnt ihr auch mal draufgehen, wenn ihr einfach üben wollt. Dann, ich liebe Mathematik. Aha. Ich liebe Mathematik. Okay, das ist ja cool. Vielleicht kannst du es irgendwelchen Leuten hier erklären. Dann geht's weiter. Ich habe letztens einen gesehen, das war, glaube ich, auf Instagram oder was. Der hat es richtig gut erklärt. Der hat die ganzen Grammatikregeln alles super toll erklärt. Ich weiß bloß nicht mal, wie der hieß. So, dann das nächste. Meskel, ich komme aus der Schweiz. Dann kommt Kamal. Wie alt sind Sie? Privat, dann, aha, ist aber auch einer. Ja, genau. Dann das nächste. Semir schreibt hier. Aha, danke schön. Dann Fatime. Hallo. Dann Theresa. Ich trinke abends keinen Kaffee, weil ich sonst nicht schlafen kann. Dann Lo schreibt hier. Können Sie mir dieses Verb wurde, würde, worden erklären? Ja, also da haben wir. Ich glaube, gestern oder was gab es ein Video dazu. Kannst du mal kurz gucken. Schaust du einfach oben bei der Suchleiste longwa.org und werden. Da gibt es super viele Videos dazu, weil es passt halt jetzt gerade gar nicht so zum Thema. Aber du kannst gerne mal einen Satz schreiben und ich kann korrigieren. Dann, Herr Alex, können Sie bitte sagen, was Adverbien bedeutet? Also Adverbien sind so heute, hier, da, gestern, dort. So etwas sind Adverbien. Aha. Oder drinnen, draußen, oben, unten, sowas in der Richtung. Dann, wie alt sind Sie? Privat. Dann das nächste. Marcel schreibt hier, ich würde gerne Skifahren gehen. Ich muss leider dann 4 Jahren. Ha? 4 Jahren. Ha? Dann, was? Ich trinke schwarzen Tee. Dann kommt das nächste Songül. Was ist das, Götze? Dann, ich komme aus Albanien. Simir, Albanien. Miredita, Albanien. So schreibst du das. Albanien. Albanien. Aha. Albanien. Dann kommt der nächste. Basir. Alle Schulen sind geöffnet, obwohl die Corona-Zahlen sehr hoch sind. Super, Basir. Richtig. Aha. Dann. Ich wäre gekommen, ist perfekt. Nein, ich wäre gekommen, ist Konjunktiv 2 Vergangenheit. Ich wäre gekommen. Bin gekommen ist perfekt. Ich bin gekommen ist perfekt, Musa. Dann Queen Pilato, ich würde gerne Ihr Nachbar sein. Mein Nachbar. Okay, dann ist mal. Die Verben sind alle wichtig. Hängt davon ab, ob wir gehen, wohin wir gehen wollen. Aha. Das ist komisch. Dann ich ziehe aufs Land um. Aha. Dann Anna. Aber Sie sehen immer lokale Adverben, kausale Adverben und so weiter. Gibt es viele? Ja, es gibt viele verschiedene. Es gibt temporale, lokale, kausale, alle möglichen Adverbien. Und dann gibt es auch welche, die nicht so ganz definierbar sind, was die eigentlich sind oder mehrere Funktionen haben. Dann meine Freundin macht einen Spaziergang von Opatia nach Lovran, okay, an der Küste entlang, an der Küste entlang, an der Küste. Und dann ist es vielleicht eher eine Wanderung, die Wanderung, das ist eine Wanderung. Wenn es in der Natur ist, ist es eine Wanderung. Dann Tekamolo, genau, richtig. Dann Ibn al-Jemen, ich würde gerne in mein Heimatland reisen, Ibn al-Ali. Ich würde gerne in mein Heimatland reisen. Ja, es sind viele. Ja, genau. Dann das nächste. Dorata, du hast recht. Genau. Dann kommt das nächste. Was ist das hier? Ich habe eine verrückte Nachbarin. Okay. Dann kommt der nächste.
Ja, das hatte ich zuvor, aber jetzt ist gut. Dann, hey Leute, ich bin so neugierig, lassen Sie den Lehrer in Ruhe, er ist 20. Ja, genau. 20 heute, 25 morgen. Genau. Dann das nächste. Yusuf, ich hätte gerne einen Husky. Hä? Einen Husky. Einen Masud. Ah, nee, das war Yusuf. Einen. Dann Masud schreibt hier, ich komme aus dem Iran. Hä? Iran schreibst du groß. Iran ist ein Land, also schreibst du das groß. Ich komme aus dem Iran. Großes I. Dann, was ist das da? Ich habe gelacht, weil Songül die Frage auch gefragt hat. Hey. Alles gut. Dann das nächste bei dir. Ich denke, ich danke für das nette Live. Ich danke, ich danke, ich danke für das nette Live. Danke. Ja? Danke, schreibst du so. Ah. Dann, ich hätte gerne einen Kaffee. Dann Songül, Gökçe, wir haben extra gefragt. Aha, wir haben extra gefragt. Dann ist mal, die Verben sind alle wichtig, hängt davon ab, wie weit wir gehen wollen. Aha, dann kommt das nächste. Wir gehen zum Auto oder zur Arbeit. Dann Anjessa, ich bin jetzt mal weg. Ja, das macht überhaupt nichts. Kein Problem, einfach bis nächstes Mal. Ja, du bekommst ein perfektes Deutsch beigebracht, bleib weiter am Ball. Ja, genau. Dankeschön, danke, Anjessa. Viele Grüße nach New York und bis nächstes Mal vielleicht. Dann natürlich macht sie Spaß. Dann kommt Hadi hier. Ich werde morgen nach Frankfurt fahren. Dann kommt Marcel. Ich gehe ins Bett, gute Nacht. Noab de Buna. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt auch bald. Tutor. Ja, genau. Tschüss, Marcel. Ich denke, jetzt ist dann bald Schluss. Dann Servus, ich bin Anton. Das war das richtig, ja genau, richtig. Das ist gut. Dann kommt der nächste. Hier weiter geht's. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Genau, dann kommt der nächste. Grüße zurück. Und hier, ich will morgen in die Stadt gehen. Dann Crazy Frog, hallo, guten Abend. Und Vesna, wegen des Coronavirus, wegen des. Dann Meskel, ich komme aufs Land. Aha, Land, Dorf ist das gleich. Nee, auf dem Land und aufs Dorf. Aha, dann, was ist denn das hier? So, jetzt geht's weiter. Am letzten Wochenende habe ich meine Nachbarn besucht. Dann Kamal schreibt hier, egal ob arm oder reich, schwarz oder weiß, am Ende des Tages bluten alle gleich. Ja, genau, richtig. Dann das nächste. Dann, ich will mich impfen lassen. Okay, dann mach das doch einfach mal. So, dann Queen Bilato. Ich habe im August eine Prüfung. Trotzdem habe ich Angst. Aha. Dann Grüße an Longwa. Guten Abend. Hallo. Dann geht's weiter. Lina, ich bin wieder da. Das ist super. Dann Lo schreibt hier. Ich habe sie. Nö. Wie haben Sie Deutsch gelernt? Ich kann einfach Deutsch. Das ist meine Muttersprache, dann Dorata. Hier, ich habe Arbeit in der Wohnung und ein Auto. Ha? Ich habe Arbeit, Wohnung und ein Auto. Ha? Dann kommt Anna. Also tschüss, Alex. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und es freut mich ein anderes Mal wieder. Genau. So, Leute, jetzt würde ich sagen, jetzt schreiben wir alle unseren letzten Satz und dann hören wir langsam auf, weil es ist nämlich hier schon 12 Uhr und ich glaube, jetzt müssen wir mal alle langsam ins Bett gehen. Dann, Omer, hallo, Servus, wie geht's? Dann ist das gleich Land und Dorf. Nee, das Land ist nicht die Stadt und Dorf ist einfach nur ein kleines Dorf, wie Stadt, Stadt und Dorf. Dann hallo, Servus, dann guten Abend, dann kommt der nächste. Hallo, ich bin wieder da. Dann geht's gleich weiter. Dann kommt wer jetzt? Meskel. Das ist die gleiche Bedeutung, genau. So, also Leute, dann würde ich sagen, für heute ist fertig und wir sehen uns dann morgen wieder. Genau, ich trinke noch einen Kaffee. Genau, ich trinke noch einen Kaffee, Songül. Ich trinke noch einen Kaffee. Dann Queen Bilato, Sie sind ein fleißiger Lehrer. Dankeschön. So, also Leute, wer es noch nicht gemacht hat, gibt mir bitte ein Like, das wäre super nett. Und ja, dann hören wir uns einfach also morgen halt wieder. Und so. Gegen 11 oder morgen Abend und dann sehen wir weiter. Genau, also dann Ibn al-Jemen, gute Nacht, tschüss,
Ich kann nicht Deutsch sprechen, obwohl ich gut gelernt habe oder obwohl ich es gelernt habe. Dann was? Tschüss, Leute. Ciao, ciao. Ich bin heute spät dran. Ja, das macht nichts um mehr. Also morgen geht's wieder gegen 11 los, beziehungsweise um 21:30 Uhr. Dann kannst du morgen wieder kommen. So, aber für heute ist, glaube ich, Schluss. Wir müssen, glaube ich, alle ins Bett gehen. Und ja, tschüss. Und ich muss morgen arbeiten. Und ja, bis dann. Tschüss. Ciao, Songül. Tschüss allerseits. Tschüss, Ismael. Tschüss, Queen Bilato. Ciao allerseits, Lina. Ciao. Tschüss, Kekil. I Geceler. Dann Servus, bis morgen. Öğrenciyim, oder wie heißt es? Öğrenciyim oder so. Meine Studentin. Dann das nächste. So, also dann gute Nacht. Vielen Dank und bitteschön. Und wir sehen uns einfach morgen. Ciao, Mohammed. Tschüss, Ibn Al-Yemen. Dann Omer. Servus. Gute Nacht, Hani, Servus, Tschüss, Erisa, ciao, ciao, ciao. Tschüss allerseits, Tschüss Gökçe, Tschüss Vesna, Tschüss Scherda, Servus, gute Nacht, Mohammed, Servus, gute Nacht. Also, wir hören auf und gute Nacht, bis morgen, ciao, ciao, Tschüss, süße Träume allerseits und wir sehen uns, ciao, Tschüss.